Hallo! Hallo! Einen wunderschönen Hi! guten Tag. Hallo? Oh, ich sehe gerade einen Fehler. Mensch, Arne, warum sagst du mir das Was? nicht? Es gibt Was? Fehler! Oh Gott! Was das für ein. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Mensch, wie lange machen wir das jetzt schon? An das Overlay-Dinge, der Fehler lag aber nicht bei uns, oder? Nein, 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 nein. nein. Help. Dankeschön, Geb, für das Abo. Dann, ja, ich begrüße alle unsere Zuschauer und unsere Spielenden zu unserem diesem monatlichen Special One-Shot. Wir spielen The Winter Queen's Kiss. Das ist ein Abenteuer, sorry, das im August rausgekommen ist und mittlerweile Copperseller auf der DMs Guild ist. Das spielen wir. Yeah, Sagt ist. sie, ohne die Autorin zu erwähnen. Ja, wer hat das eigentlich geschrieben? Steht drauf. Muss ein bisschen näher an Drauf die ist mein. Kamera. Ich glaube, Ran. das kann keiner lesen, ja. Muss sie noch ein bisschen besser pluggen. Ja, da steht mein Name drauf. Deswegen. Genau. Das heißt, ihr könnt jetzt alle sofort dieses Abenteuer kaufen und dann mitlesen. Würde Bei ich ja. dieser Seite, nur auf der DMs Guild, jetzt reduziert um 30%. Um wie viel? 30%. Wow! 20 sind doch immer Okay. schon viel. Ist ja quasi geschenkt. Oh, wow. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr alle da seid. Wir haben heute mit dabei einen sehr guten Freund von mir, den ich auch privat und persönlich kenne, den Nick. Ja, hallo. Wen spielst du heute? Balduin Hügelhütte. Ja, mein Menschen. 34, mittleres Alter. Lang, ein bisschen drahtig. Die mit seinen wunderschönen blond-braunen Haaren, einer Kettenweste, einem riesigen Rucksack, dicke Winterjacke und seinen Bandkumpan. Ich glaube, im Eis unterwegs. Passt. Dann haben wir heute dabei den René von Pen Paper Dice. Ja, richtig. Ich spiele heute Belorasch. Belorasch ist ein Halborg und gleichzeitig Paladin von Mili, dem Herrn der Lieder. Und er selbst hat im Endeffekt lange Haare, die geflochten sind, damit sie quasi auf seinem Rücken liegen können. Und trägt auch, so wie Balduin, einen langen Mantel. Und ansonsten hat er grüne Haut, die etwa einen leichten grauen Ton hat. Das im Endeffekt so ein bisschen, könnte auch einfach Dreck sein. Da kann man, wenn man genau hinguckt, vielleicht ein bisschen was ausmachen. Aber ansonsten, so wie Balduin, ist er auch Anfang 30. Irgendwann hat er vergessen zu zählen und weiß deswegen nicht mehr genau sein Alter. Aber schätzt es so auf vielleicht Anfang 30. Dann, wen haben wir noch? Den Danny von A Lawful Bunch, stehen die? Hallo, guten Tag, mein Name ist Danny. Sie kennen mich vielleicht. Ich spiele heute einen Barden, einen Barden, Lead-Lutist der Band Mithrilica. Der gute Halbling, der gute Halbling hat unglaublich lange, dolle, blonde Mähne. Fucking Metal-Style. Also wirklich, wirklich Hair-Metal-mäßig. Normalerweise trägt er eine lilane Weste mit so goldenem Trim. Das ist aber relativ schwierig, weil er die normalerweise auch über freiem Oberkörper trägt. Heute ist eine Winterjacke drüber, wahrscheinlich. Und er ist mit zahlreichem Schmuck belegt, hat immer seine Laute dabei und seinen Stab in der Tasche und ein Lied auf den Lippen. Und last but not least, den alten Bekannten Arne, der bei uns in der Hot-Runde mitspielt. Heyo! Ich spiele heute Navar van Hemeling, den Sound- und Bühnentechniker von Mithrilica, weil wie könnte man ohne Tontechniker auskommen als Band? Einen rund 38 Jahre alten Tiefling mit kurzem Vollbart, schwarzen, zum Dutt gebundenen Haaren, einer hier und da mal mit Ruß bedeckten
Schuppenrüstung, über die momentan aber wohl ein dicker Wintermantel drüber gestülpt ist, weil Kälte ist schwierig für Navar. Und ansonsten einem richtig dicken Werkzeuggürtel um die Hüfte und dazu noch eine Umhängetasche, wo einfach noch mehr Werkzeug drin ist. Und einer ganzen Menge Sachen, die Feuer machen können. Pyrotechnik. Ist Pyrotechnik ein Verbrechen? Ich glaube, das kommt drauf an, was du in Brand steckst. So, zum Background der ganzen Geschichte. Wie ihr schon mitgekriegt habt, die Jungs spielen zusammen eine Band, die gerade auf dem Weg nach Silvery Moon ist, wo sie von dem adligen Wolf Criscan erwartet werden zu einem Fest. Der Weg dorthin führt durch die Silver Marshes und es hat in den letzten Tagen extrem viel geschneit. Wir befinden uns in der Winterzeit. So, gibt es da noch irgendetwas, was wir ankündigen können, bevor wir anfangen? Soweit nicht. Also dieser One-Shot erfolgt in zwei Parts. Einmal heute und dann geht es am Montag, am 28. weiter. Und ansonsten ist dann nächsten Mittwoch wieder reguläre Horde of Tales Kampagne. Das wäre alles von unserer Seite, falls die anderen was noch haben. Habt ihr noch was? Möchtet ihr was bewerben? Wenn ihr Montag nicht verpassen wollt, was los ist, dann folgt ihr lieber jetzt. Sofort in diesem Twitch-Channel. Ja. Ein wahres Wort. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt Sachen bewerben dürfen. Wir haben am 1. Oktober von uns wieder eine Sache bei The Lawful Bunch auf twitch.tv/literallyahalibut. Schwierig zu schreiben, kann ich gleich nochmal in Twitch-Chat machen. Geht's weiter mit unserer Kampagne The Lawful Bunch. Und wenn ihr da reingucken wollt, wenn ihr eine Kampagne in Form einer Stadtwache mögt, dann schaut da gerne mal rein. Ja, vielleicht von unserer Seite nur kurz. Bei Pen Paper Dice sind wir nicht Streamer wie Danny oder Caro und Arne, sondern wir im Endeffekt haben eine kleine Internetseite, wo wir auch das ein oder andere Review zu sowas schreiben wie Schatten des Dämonenfürsten oder anderen Rollenspielen. Und für D&D selber kommt jetzt von Sebastian, dem zweiten Teil von Pen Paper Dice, am 5.10. eine Beschwörerklasse, der Klassiker quasi nochmal wieder Besuch, könnte man sagen. Sein Ansatz, einen Beschwörer für D&D quasi zu erschaffen. Nice. Wir spielen Fiasko am Sonntag beim Schmetterting. Das gibt's doch. Das klingt ehrlich gesagt relativ spannend. Ich hoffe. Stimmt. Mhm. So. Das alles? Eine kleine Anmerkung. Falls. Das Abenteuer ist auf Englisch geschrieben und auch wenn ich das selber geschrieben habe, muss ich sehr viele Dinge on the fly auf Deutsch übersetzen, weil ich die deutsche Version noch nicht fertig habe. Es ist wie immer. Ja, genau. Also, wenn da ein paar Verzögerungen mit drin sein sollten, dann seht's mir nach. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. Okay. Es ist ein kalter, frostiger Wintertag. Ihr seid unterwegs auf einer etwas älteren Handelsstraße, die komplett bedeckt mit Schnee ist, welcher in den letzten Tagen gefallen ist. Als ihr hinauf in den Himmel schaut, seht ihr, dass dieser Wolken verhangen ist. Ihr geht davon aus, dass es eine relativ große Wahrscheinlichkeit besteht, dass es in den nächsten Stunden wieder schneien wird. Vielleicht sogar schon früher. Ihr seid seit dem Morgengrauen unterwegs. Habt hier und dort mal angehalten, wenn es nötig war zu rasten, aber zum großen Teil ist euch kaum jemand über den Weg gekommen. Trotz dessen war es relativ friedlich. Es dauert nicht mehr lange, bis die Sonne untergehen wird. Und
es wird langsam Zeit, nach einem Platz zu suchen, der sich für die kommende Rast eignen wird. In der Entfernung seht ihr, wie einzelne Rauchschwaden in den Himmel steigen. Wahrscheinlich findet ihr dort eine Siedlung, wo ihr auch eine Unterkunft für die Nacht finden könnt. Now we go? Mhm. Haben wir einen Karren dabei? Also sind wir mit Esel und Karren unterwegs, weil ich vermute, dass wir Equipment haben. Habt ihr einen gekauft? Nein. Dann habt ihr keinen dabei. Alles klar, dann schleppen wir. Ich weiß nicht, musst du viel schleppen, ehrlich gesagt? Bitte? Hast du viel zu schleppen im Endeffekt? Eine Laute. Gut. Aber ich vermute, die Technik hat auch nicht so viel zu schleppen? Begrenzt. Das meiste wird vor Ort. Also reisen wir mit leichtem Gepäck. Also ich glaube, das Schwerste wahrscheinlich sind meine Drums, die ich irgendwie auf dem Rücken mit mir trage, aber das ist eher sperrig als wirklich schwer. Wer verrückt durch die Winterlande zu reißen mit einem großen Karren und dann erstmal stecken zu bleiben. Ich habe 88 Kilo auf dem Rücken. Vielleicht, wenn wir da zu dem Dorf gehen, wäre vielleicht ganz cool, Leute. Das kann ich nur so bestätigen. Sag mal, Balduin, warum brauchst du eigentlich so viel Stuff als Sänger? Naja, es ist ja die Wildnis hier draußen und man weiß ja nie, was passiert. Aber das sind Kreide dabei. Ich glaub, das sind Topf, 20 ey. Verschiedene Topfsets. Ja, nee, aber man weiß nie. Brechstange, Seil, was man halt so braucht, ne? Ja, aber so viel. Ich sag gar nichts mehr. Alles. Ja, du kannst nicht rocken, ohne zu rollen. Und um zu rollen, musst du in die Gänge kommen. Und wenn wir in die Gänge sind, dann manchmal braucht man Zeug. Meine Großmutter hat auch immer gesagt, du kannst nicht rocken, ohne genug Socken. Und ich klopfe auf meinen Backpack, in dem sich wahrscheinlich mehrere Paare Socken befinden. Das ist eine alte Halblingstradition und weise die Gruppe Richtung der Siedlung. Erinnert mich daran, dass wenn ich jemals den treffe, der einen Zauber gemacht hat, der eine ewige Flamme beschwört, die keine Hitze erzeugt, den werde ich verprügeln. Mit wow. dem Feuer, das du hast, kannst du dir doch bestimmt irgendwas Warmes bauen, oder? Das sind gute Lyrics. Das ganze ewige Flamme-Ding. Aber sie brennt nicht. Da ist doch irgendwas. Den gibt's umsonst. Und was wäre, wenn die Message von dem Song ist, du nimmst einen Topf von Balduin und machst da drin ein Feuer und hältst es in deinen Händen. Das heißt, selbst ohne ewiges Feuer, was nicht brennt, kannst du dich wärmen. Aber ja, wir sollten zu der Siedlung oder was das auch immer da ist. Es ist immer wieder weird, mit euch zu reisen. Ihr kommt auf die krassesten Sachen. Ich habe aber gar keinen Topf dabei, du. Ich habe mal nachgeguckt. Was? Ja, kein Topf. Aber den Song müssen wir anders machen. Ich wusste schon immer, es ist merkwürdig, dass du keine Suppe isst. Ich vermute, wir sind langsam in Richtung der Siedlung angekommen. Während dieser Unterhaltung stapft ihr weiter, auch durch die weise Erkenntnis, die ihr mittlerweile erhalten habt, dass wenn ihr zu lange irgendwo an einem Platz steht, dass es doch relativ schnell kalt wird. Ihr lauft vielleicht noch ungefähr knapp eine halbe Stunde, bis ihr schließlich zu dieser kleinen Siedlung kommt. Dort seht ihr ungefähr 15 Häuser, als ihr diese überschaut. Und relativ zentral steht ein größeres Haus mit einem Schild daran, was durchaus als Taverne erkennbar ist. Merkwürdig genug, sie hat keinen Namen. Ist vielleicht aber für die Leute hier auch nicht besonders von Bedeutung.
In der Entfernung könnt ihr einzelne Farmhäuser erkennen, die ein bisschen abseits von dem Dorf stehen. Genauso seht ihr eine Mühle, die in südlicher Richtung steht und momentan nicht in Betrieb ist. Wollt ihr zu der Taverne gehen? Erstmal nehme ich meinen Ellbogen und klopfe an die Schulter von Belorasch und ich sage, gib mir 3/4. Ich stelle mein Schlagzeug quasi auf den Boden, nehme meine 2 Hämmer und fange an, auf diese Trommeln zu schlagen. Ungefähr so. Sehr gut, sehr gut. Und ich singe, it burns, burns, burns. The pan of fire. The pan of fire. Wenn irgendwer anders klopft, mich trau mich nicht. Ich sag, yo, okay, okay. Und geh vorbei und mach duf, 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 eine Tür und schau, ob auf ist. Und ich weise nochmal auf Belorasch hin, um ihn darauf hinzuweisen, sofort zu starten, wenn die Tür aufgeht. Ich dachte, wir rocken das Ding auf. Und wie wir das Ding aufrocken. Okay, los. 1, 2 und ich vermute, wir spielen einfach jetzt, um zu hoffen, ja, okay, bevor jemand aufmacht. Okay. Also, wenn ich das höre, dann öffne ich auch die Tür und brüll dann auch mit zum Beispiel die rein, Miss Renica! Du öffnest die Türen, während die Band anfängt, Musik zu machen. Und du siehst da drin mehrere Leute. An einem Tisch sitzen 2 Personen, eine weibliche Halbelfe, die mit blonden, kurzen Haaren und sehr große Statur und einen Mann in sehr guter Kleidung bei ihr. Menschlich, welche euch beide anschauen. Und eine bläuliche Tiefling mit gelockten Haaren, die hinter dem Tresen steht und ebenso verdutzt schaut, als sie vor der Türe steht und sich diese plötzlich öffnet und die Musik hereinschallt. Und ebenso ein etwas älterer menschlicher Mann, der... Menschlicher Mann? Oh nein. Der gerade dabei war, sein Bier zu trinken. Und ihr seht gerade, wie das so an der Seite entlangläuft, weil der doch auch sehr verwirrt und ein wenig schockiert ist. Wir rocken, oder? Wir werden wahrscheinlich immer lauter, einfach um die Aufmerksamkeit weiter auf uns zu ziehen. Und während wir sehen, wie das Bier an dem Gesicht des Mannes quasi runterläuft, nimmt Belorasch eine Hand hoch mit dem Streitkolben immer noch in der Hand und weist quasi auf diesen Mann hin und schlägt dann härter auf die Trommeln. Und so steht ihr vor der Tür und macht eure Musik, während sich die Leute in der Taverne versuchen, irgendwie über diese Überraschung hinwegzukommen. So, der ältere Mann setzt schließlich sein Bier ab und wippt ein wenig zur Musik. Balduin, mach mal was. Ja, mein Fan. keine Sorge, wer daher. Der Hammer ist ein Zeichen des Friedens und der Musik. Wir sind nur hier, um zu rocken und heute Abend vielleicht zu schlafen. Geht das? Wir haben Gold. Das sagst du zu dem älteren Mann. Ja, oder gehört Ihnen das hier? Er deutet auf die Tiefling-Dame. Sie? Ja, dann gehen wir mal zur Bar, ne? Als ihr wahrscheinlich euer Stuff einbaut und Richtung der Kneipe geht, bleib ich so kurz vor der Tür stehen, so bleibt John so kurz vor der Tür stehen und schiebt sich so ein bisschen mit dem Fuß und versucht sich irgendwie so ein bisschen zu besiegen, da reinzugehen, bevor es schließlich tatsächlich schafft und einen Fuß rein macht und irgendwie versucht, den Blick sehr, sehr klar auf der Blaufling-Dame
zu halten. Elorash okay. wird seine... Die Drums sind so quasi mit Seilen verbunden und deswegen schwingt er sie sich unter den Arm, damit er auch reingehen kann, aber gleichzeitig noch mit der Hand zumindest irgendwie weiter den Takt zu halten. Und folgt dann Jones und Baldwin im Endeffekt. Ich gehe dann als allerletztes rein und ziehe mir die Tür zu und versuche mich dann möglichst im Hintergrund hinter diesen drei zu halten. Okay, so schreitet ihr zur Bar. Relativ zielgerichtet. Und die Tiefling-Dame stellt gerade ein paar Gläser weg, die sie sauber gemacht hat. Oh, hallo, was kann ich für euch tun? Reisende nehme ich an. Ja, immer, sowieso. Wir würden gerne irgendwo übernachten. Wir müssen, glaube ich, morgen wieder weiter, aber das ist total kalt. Und wir glauben, da kommt noch ein Sturm. Und das wäre... Haben Sie vielleicht noch Zimmer oder sowas? Ja, ihr habt Glück, wir haben noch ein paar Zimmer frei. Hier, so oft kommen hier keine Reisenden vorbei, nicht um diese Jahreszeit. Ich sehe warum. Und ich nehme meinen Ellbogen und gehe nochmal mit dem Kopf Richtung Billerosch und sage, okay, merkt ihr, Riders on the Storm, oder? Oder? Jetzt sofort, bist du sicher? Nein, aber als Titel. Oh... Das könnten wir machen, ja, ja. Sichtlich verwirrt, was er meint, was du meinst. Okay. Stimmt er dir einfach zu und du kennst das wahrscheinlich schon. Ja, natürlich kenne ich das, natürlich kenne ich das. Ich würde mich zu der Dame lehnen, mit der Maldwin gerade geredet hat und würde sagen, was kostet ein Zimmer? 5 Silber die Nacht. 5 Silber die Nacht. Okay. Hört man oben viel? Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Könnte ich trotzdem etwas... Also habt ihr zufällig etwas Bienenwachs hier oder irgendwas, um mir die Ohren zu verstopfen? Da müsste ich erst mal nachschauen. Wieso? Habt ihr Probleme? Ich bin einfach nicht gut mit Lautstärke. Ah, okay, verständlich. Lasst mich nachschauen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Vielleicht irgendwie... ihr seht aus, als wärt ihr sehr weit gereist. Müsst ihr vielleicht irgendwas zu trinken, zu essen? Und nachdem das Wort zu trinken fiel, stapfe ich so langsam in Richtung der Treppe. Aber was zu essen wäre super. Irgendwas, was man empfehlen kann hier? Wir haben heute eine sehr gute Kartoffelsuppe. Ist so super, Baldwin. Du hast keinen Teller. Haben wir ja wohl hier. Ruft Navarra von irgendwo vom Kamin, wo er gerade so vorhockt. Also, ja, aber wir bezahlen hier ja gutes Geld für eine Kartoffelsuppe. Die kommt ja wohl mit einem Teller, oder nicht? Ja. Ja, siehst du? Deshalb habe ich keinen Teller dabei. Nochmal gerettet. Ich nehme so eine Suppe. Ja, ebenso. 3! Okay. Auch eine für unseren Kollegen, der gerade weg ist. Der kommt schon noch wieder. Ja. Okay. Was Spezielles zu trinken? Ich nehme einen Apfelsaft. Irgendwie. Im Krug. Okay. Schnaps! Okay. Ja, Wasser? Ja, das haben wir auch. Super. Ich würde mich dann irgendwann dazu gesellen, natürlich. Wieder, sobald ihr am Tisch seid. Okay. Sie verschwindet dann nach hinten, um das Essen zu holen, während ihr euch einen Tisch sucht, wo ihr euch hinsetzen könnt. Möglichst nah am Kamin. Sag ich direkt, fragen, hier, hab ein... Wir rücken den wahrscheinlich noch ein bisschen näher an den Kamin ran, extra für unseren Pyromanen quasi. Nicht. Hast du irgendwas eigentlich im Rucksack, was explodieren kann oder so? Ich frag für einen Freund. Nicht, wenn ich es nicht will. Okay. Glaube ich.
Also, keine Sorge, das explodiert nicht, weil da Feuer rankommt. Gut. Ein paar Minuten später kommt die Dame wieder und bringt euch die Teller mit der Suppe, dazu etwas Brot und verschwindet danach wieder für ein paar Minuten, um euch dann die Getränke zu bringen, die ihr wolltet. Ich halte mich an meinem Wasser fest. Gibt's heute Abend auch irgendwas anderes zu tun, außer hier oben, also in dem Raum rumhängen? Wieso? Also, der Raum ist doch gut. Also, er ist zumindest warm. Ihr wisst, wie ich mit Kneipen bin. Aber sag mir nicht, dass du wieder raus willst. Ist voll kalt. Ich will nicht raus, ich will nur nicht hier drin sein. Außerdem, ich hole eine von meinen 10 Kerzen aus meinem Rucksack. Ey, wenn du Wachs brauchst, sag das doch. Hier. Nimm. Und ich nehme mir was und ich schneide mir einfach so ein Stück ab. Dankeschön. Bitte. Ich meine, wenn du raus willst, können wir rausgehen. Vielleicht gibt es irgendwas Interessantes zu erforschen oder sowas. Hat jemand schon mal irgendwen gefragt? Auf dieses Wort hin, also du sagst wegen was Interessantes zu erforschen, kommt dieser alte Mann auf euch zu und setzt sich einfach nonchalant direkt neben Balduin, hat seinen Krug mit, naja, seinen halben Krug mit Bier noch vor sich stehen und guckt in die Runde. Na, wo kommt ihr her? Sympathisch, so ganz ohne Hallo. Ich bin Jonzo und das ist Mithrilica. Ja, moin. Belorash hier. Aber ganz schön gewagt, sich neben Balduin zu setzen. Wann Himmeling, na war. Ich bin hart. Aber du bist willkommen. Er schaut Balduin an. Hab schon schlimmere Leute gesehen. Bitte mir. Ich heiße Richard. Ich wohne hier im Dorf. Richard. Ich als Halbling. Und du hast für uns? Nun, ich dachte, ihr hättet vielleicht irgendwas Interessantes zu erzählen. Es kommen nicht viele Leute hier durch. Ist ein bisschen und ich langweilig. Beginne sofort von vom großen Zyklus des wunderbaren eines sehr bekannten Halbling-Autors zu erzählen. Und ich rede und rede und rede und rede die ganze Zeit mit Anspielungen über alles. Ich rede über die wunderbaren Songs, die er geschrieben hat. Zum Beispiel I Believe I Cast Fly, großartiges Werk, das er gemacht hat. Und rede und rede und rede. Ja, Richard wirkt sehr, sehr interessiert an der ganzen Erzählung und macht keine Anstalten, dich da irgendwie zu stoppen. Wissentlich, was passiert, wenn Jonzo irgendwie anfängt zu reden, gehe ich zu der Tiefling-Dame und bestelle mir eine neue Suppe. Mhm. Sagt, gibt's hier irgendwas in der Siedlung, was man tun kann? Mein Freund, der ist so mit, sagen wir mal, geschlossenen Räumen nicht so gut. Es ist hier wirklich nicht viel los. Also ich meine, wir sind ein bisschen abgelegen. Hm. So in der Sommerzeit oder im Frühjahr, da ließe sich sicherlich ein bisschen was machen, aber jetzt gerade. Und ich würde Ihnen auch nicht empfehlen, mitten in der Nacht hinauszugehen. Warum? Es ist nicht besonders sicher. Ja, ich meine, wir haben legitim und ich zeige auf Navar im Endeffekt. Wir haben jemanden dabei, der gefährlich ist. Also. Breites Grinsen. Yeah. Aber nee, kein Flachs. Also, ich will eigentlich nicht nach draußen. Ich habe gehört, es ist kalt. Ich meine, du warst gerade legitim draußen. War es kalt? Was? War es gerade kalt? Ja, scheiße, Mann. Ja, war es kalt. No shit. Natürlich ist es draußen kalt. Ja, meinst du, es wird nachts noch wärmer?
Ich bin das nicht gewohnt. Okay. Ich nehme meine Suppe und setze mich dann wieder an unser Tisch. Mhm. Aber, Belarash, warum passiert das eigentlich immer wieder? Die Geschichte von Jonzo, die höre ich mittlerweile in diesem Jahr das 6. Mal oder so. Warum fragt ihn irgendjemand immer wieder nach diesem Zeug? Also jetzt die ganzen, diese Wörter auf dieses, was ist das? Die Autobiografie von diesem, ach, keine Ahnung. Was weiß ich, vielleicht denkt er, es ist ein Verwandter oder so. Ich meine, Stolz ist okay. Und wenn er stolz ist auf diese Person, warum nicht? Ich wünschte nur. Ist das nicht auch ein Liedsong? Also so ein Text so? Ja. Oh nein. Und ich werde mich umdrehen und sagen, hat irgendwer schlecht über Jimi Hendrix geredet? Nein. Ich kann nichts um euch herum sagen, was nicht irgendwie in diese Richtung geht. Ihr seht, wie Richard einen großen Schluck aus Bierkrug nimmt und diesen dann wieder abstellt. So. Ihr seid schon eine ganz schön merkwürdige Truppe. Ja. Wohin wollt ihr? Möchte jemand? Auf den Thron des Rock. Ja, da, aber vorher müssen wir noch nach Silver-Dingsbums. Silver Moon, da ein Konzert spielen. Ah. Wir sind quasi im heiligen Auftrag des Rock unterwegs. So ziemlich. Also, wörtlich. Und des Feuers. Mhm. Interessant. Der alte Mann, I don't give a shit. Cool Story. Das ist ihm so egal, wow. Er hat einfach andere Pläne und sie nicht irgendwas mit Feuer oder mit Rock. Es scheint, als wärt ihr... als hättet ihr schon viel erlebt, also nach dem, was euer Freund mir erzählt hat... mit dieser ganzen Geschichte und dass ihr jetzt nach Silvery Moon wollt. Ganz schön viel Erfahrung gesammelt bis jetzt, nicht? Aber kann ich euch einen kleinen Ratschlag geben? So, unter Freunden. Wir sind doch Freunde, nicht? Ich dachte eigentlich, du bist ein Fan, aber ja, von mir aus. Ja, vielleicht ein Ratschlag, zumindest solange ihr hier seid. Wisst ihr... ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber in dieser Gegend gibt es ein Wesen aus einer anderen Welt, das herumstreift. Eine Hexe oder eine Fee oder wir wissen es nicht genau, es kann alles Mögliche sein. Und eigentlich weiß es niemand so wirklich. Aber was wir wissen, sobald ihr dieses Wesen seht, seid ihr verflucht. Inwiefern? Oh. Ist es so ein Fluchfluch oder so ein Du-stirbst-Fluch? Es ist eher so etwas, ihr wisst es vorher nicht genau. Manchmal braucht es ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage... mehr als 4 Tage ist relativ unwahrscheinlich. Aber spätestens danach seid ihr verschwunden. Für immer. Und niemand sieht euch wieder. Okay. So. Tizblock. Nicht mehr als 4 Tage, danach verschwunden. Wisst ihr, da ist diese Erzählung, die besagt, dass ihr vorher von diesem Wesen, von ihr... zu ihr gezogen werdet. Als wärt ihr verzaubert, als hättet ihr bloß noch diesen einen Gedanken. Und danach bekommt ihr diesen einzigen tödlichen Kuss.
Und meine Alarmarmlippen klicken. Ich schreibe mir irgendwas auf und ich nehme Balduin mit dem. Das ist ein Konzeptalbum und ein halbes. Fang schon mal an, Lyrics zu schreiben. Das klingt voll Metal, die müssen wir finden. Wie müssen sie finden? Und er räuspert sich und. Sorry. Alles gut. Und er lehnt sich zu Rich und sagt: Mister hat diese Legende einen Namen. Diese Legende. Wir nennen dieses Wesen die Winterkönigin. So Metal! Schon wieder ein Abenteueralbum. Das letzte Mal sind wir fast draufgegangen, Jungs. Und wisst ihr, wieso wir sie so nennen? Weil sie nur in der Winterzeit erscheint. Und ich nehme alle so ein bisschen in die Arme und sage, perfektes Timing. Jungs. Oder? Das Queen-Album. Beim letzten Abenteueralbum sind wir fast draufgegangen. Wir machen Snowhemian Rhapsody. Das ist super. Snow, yes. Oh. Okay, so sehr okay. Ich euren Enthusiasmus schätze, damit ist nicht zu spaßen. Oh, ach so. Okay. Hier mein Ratschlag. Solange ihr hier seid, bleibt in der Nacht drin. Verschließt die Türen. Bleibt so nah, wie es nur geht, an euren Freunden, Familie. Eigentlich spielt es keine Rolle. Haustiere. Solange ihr nicht allein seid. Sobald ihr allein seid, ist das schon fast euer Todesurteil. Schaut nicht aus den Fenstern. Und folgt keinen Stimmen. Danke für die Anleitung, Richard. Wir werden das ganz bestimmt nicht tun. Ich schaue die anderen an. Ich drehe mich um und sage, wenn wir dem Zyklus des wunderbaren Halblingsbaden Jims Hitfield folgen dürfen, dann ist das, was eine Story vorantreibt, dass man einem Ratschlag missachtet, um dann eine Lektion zu lernen. Seid ihr bereit, eine Lektion zu lernen? Ach, klingt schon gruselig, du. Aber wir werden eh rausgehen. Ja, das stimmt. Also die Namen von dem letzten Mal, als wir so einen Mist gemacht haben für eure Musen, sind noch nicht ganz verheilt bei mir. Eieiei. Aber ja, wie funktioniert ja, das? Ich muss zugeben, der Manticore war ein bisschen größer als erwartet und es tut auch immer noch ein bisschen weh und ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Frosch so groß ist, aber seien wir ehrlich, wir haben zwei gute Songs daraus gekriegt. Das stimmt, die Fetzen. Die Fetzen. Mann, das sind All-Time-Favorites geworden. Und ganz ehrlich, wenn dir das hier zu hart ist, dann musst du zu Megasloth rübergehen. Oh, die Jungs kann ich nie leiden. Exakt, okay, oder? Okay, er hat mich. Ja, komplette okay. Snobs, ganz aber, ehrlich. Aber wie funktioniert das jetzt, wenn wir jetzt oben unsere Tür offen lassen, aber die Besitzerin macht vorne zu? Zählt das? Gut, wir können aus dem Fenster gucken, ne? Richard, zählt das? Solange er nicht einfach rausgeht. Okay. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Und damit leert er seinen Krug mit drei Schlucken, lässt diesen auf den Tisch knallen und steht auf. Und wir sehen uns morgen. Bestimmt. Er schaut zu der Tiefling-Dame, hebt kurz seine Hand und verlässt dann die Taverne. Und ich drehe mich. Sorry. Ich nehme meinen Oberkörper quasi und beug mich nach vorne und flüstere so ein bisschen. Was halten wir eigentlich von Ice Curse? Könnte das nicht so ein Chor werden oder sowas? Super. Never. Komischer Gedanke. Der war ja jetzt sehr offensichtlich. Was, wenn der will, dass wir rausgehen? Oh! Was mir auch aufgefallen ist, also, ich meine, wir alle sind Geschichtenerzähler. Und ich fange wieder an, von irgendeinem Beispiel zu reden. Warum drei Schlücke? Drei heißt immer irgendwas. Aller guten Dinge sind drei. Vielleicht deswegen. Vielleicht
Vielleicht war es so, er wünscht uns Glück. Und indem du gut mit Alkohol zusammengebracht hast, bin ich wieder so ein bisschen... Dreimal ist Himmelinger recht. Vielleicht kommen wir heute Nacht hier raus. Vielleicht wollte er uns sagen, ja, geht raus. Nein, geht nicht raus. Ja, geht raus. Also ja. Vielleicht hat er so ein Abzählspiel gemacht. So mit, ja, geht raus. Nein, geht nicht raus. Ja, geht raus. Ja. Und mit Bierschlücken dann? Quasi den Takt vorgegeben. Jetzt sprichst du meine Sprache. Dauert manchmal. Vielleicht, wenn wir die Tür zumachen, aber rausgucken, so ein Mittelding. Oh, wir können anfangen. Wir können anfangen. Wir können jetzt zum Beispiel schon mal aus dem Fenster gucken. Ich guck mal aus dem Fenster. Gibt's hier welche? Ich meine, dafür sind wir ja reingekommen. Wir sind reingekommen, um wir rausgucken können, ne? Ja. Mal gucken, ist da irgendwas? Es gibt Fenster und als ihr hinausschaut, seht ihr tiefschwarze Nacht. Ihr seht ein paar von den Häusern, die erhellt sind innen drin. Und ihr seht, dass es mittlerweile wieder angefangen hat zu schneien. Aber mehr könnt ihr momentan nicht sehen. Und die blaue Tiefling-Dame kommt zu euch an den Tisch, nimmt den Krug mit. Guckt, ob ihr noch was braucht. Und sammelt dann schon mal die leeren Teller mit ein. Ich würde sie auch so ganz nonchalant einfach anhalten und sagen, was hat's eigentlich mit den merkwürdigen Geschichten, die Richard hier erzählt, auf sich? Oh, Richard. Oh ja, er ist immer ein bisschen überinteressiert an den Reisenden. Nun ja, so gerne ich auch sagen würde, dass seine Geschichten einfach nur Geschichten sind, es ist leider nicht ganz so sehr. Ja, aber wer ist er? So, was treibt ihn? Richard? Ja. Nun, er ist, er lebt hier im Dorf. Er war früher ein recht angesehener Holzfäller. Und warum ist er das nicht mehr? Er hat sich leider ins Bein gehackt. Ich kannte mal eine Stadtwache. Ziemlich Mette. Ja, das schon. So. Aber nichtsdestotrotz, ich habe so ein bisschen überhört, was er euch gesagt hat. Ihr solltet euch besser an diesen Rat halten. Haben Sie uns deswegen auch erzählt, dass wir nachts lieber nicht rausgehen sollten? Ja. Das ist so hilfsbereit. Vielen Dank. Gerne. Und ohne die ominöse, und ohne den ominösen Fluch. Nun ja, man muss ja es muss ja nicht sein, dass man jeden erschreckt, der hier hereinkommt. Es gibt genug Leute, die eher handeln, bevor sie nachdenken. Ich meine, Navar. Sie redet über uns. Ja. Also, ja, auch, aber Navar, das ist so ein bisschen, glaube ich, wenn du Kundschaft kriegst. Und anders sprechen wir mal über unsere Konzerte. Du fängst doch auch kein Lied an und sagst, ja, okay, wir spielen hier Curse Me Up Before I Go-Go. So, und alle werden danach verflucht. Das machst du doch einfach nicht. Ich meine, sie wollte die Gäste nicht vergrauen. Ich finde das total nett von der Dame, dass wir im Endeffekt die Information kriegen, bitte geh nicht raus, das ist gefährlich. Ich dachte so an Banditen, aber okay, Richard hat uns ein bisschen mehr erzählt. Scheint echt was dran zu sein. Nun, so viel ich euch darüber erzählen kann, ich habe dieses Wesen nie gesehen und ich hoffe, ich werde sie auch nie sehen. Aber was ich euch erzählen kann darüber, außer diese Geschichte. Wir haben hier im Dorf eine etwas ältere Halblingsdame. Als ich klein war, war sie eine
unglaublich liebenswürdige Frau. Und dann eines Winters verschwand sie plötzlich. Und niemand wusste, wohin. Und im nächsten Winter war sie plötzlich wieder da. Nur nicht mehr so, wie wir sie kennen. Oder kannten, besser gesagt. Aufgrund der Tatsache, DM, dass ich in diesem Fall den Spell, Summon Fae Spirit besitze. Und dementsprechend vielleicht etwas über Fae weiß und etwas über Zeitdinge weiß. Kann ich einen Check machen, ob mir das irgendwie bekannt vorkommt? Du kannst einen History-Check machen, wenn du es möchtest. Alles klar. Das ist eine 13. Du weißt so ziemlich die Basics darüber, über Fae, dass, was für eine Art Kreaturen sie sind, dass sie gerne ihren Schabernack treiben, dass es da aber auch sehr viele unterschiedliche Wesen gibt. Die Frage ist, kriege ich hier einen Vibe dafür? So. So, gerade so die Sachen mit, okay, da ist ein Wesen, das irgendwie Leute zu sich zu holen scheint und dass anscheinend doch irgendjemand zurückgekommen war. Aber nach einer sehr, sehr langen Zeit, dann kommt dir so ein bisschen so in die Richtung vor. Weil du hast so ein bisschen mal was mitgekriegt, so über Themen wie Feywild, Zeitverschiebung, sowas. Ich möchte das mit der Gruppe teilen und außerdem noch dazu erwähnen, dass ich einmal einen Künstler mit Musik aus dem Feywild gehört habe und unglaublich geniale Flöten. Aber es war doch, war das nicht diese Zeit, wo du nur Flötenmusik irgendwie in unsere Lieder einbauen wolltest? Es war ein Trend in Waterdeep. Aber, okay. Man muss sich doch auch weiterentwickeln. Ja, okay. Genug mit den Flöten. Aber wie hat sie sich verändert? Nun. Von dieser Liebenswürdigkeit, die sie einmal besaß, ist nichts mehr übrig. Gar nichts. Man sieht sie nur noch ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Meistens verlässt sie ihr Haus gar nicht mehr. Und ich habe sie, seitdem sie wiedergekommen ist, nicht einmal mehr lächeln sehen. Nur noch üble Wörter, die sie hervorbringt. Wenn sie denn überhaupt etwas sagt. Das ist ziemlich metal. Unten, welches Haus ist denn das? Klingt nach einem ziemlichen Teufelsvibe. Ja, aber dann können wir das kombinieren. Wir können zu ihr gehen, und zwar nachts. Aber beides. Ich mag, fragen, was du denkst. Ich mag, wie du denkst. Ich mag das ganz und gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob Navar Teufelsvibe meinte wegen seiner Herkunft. Und dass wir Musik machen und Johnson manchmal Vibes hat. Oder ob er einfach die Halbling-Dame meinte. Was? Nee, ich meinte. Egal! Was? Nee, ich meinte, ach, es ist auch egal. Wie gesagt, also in der Nacht. Es wäre besser, wenn ihr nachts nicht hinausgeht. Schon allein gar nicht bei diesem Wetter. Können sie ja morgens besuchen. Also wo wohnt die denn? Also hat die hier ein Haus oder? Ja, sie wohnt hier im Dorf. Okay. Mal angenommen, wir wollten uns das tagsüber mal angucken, um zu erforschen, was es mit diesem Fluch auf sich hat. Einfach für Musikrecherche. Wo würden wir ihr Haus finden? Nun, sie wohnt gleich, wenn ihr aus der Taverne hinausgeht, gleich das dritte Haus zur rechten Seite. Aber wie gesagt, sie kommt eigentlich nicht aus ihrem Haus hinaus. Vielleicht könnt knock, ihr... Knock, knock, knocking on Hag's door. Vielleicht könnt ihr ihr einziges Herz ja auch mit dem einen oder anderen Feuerring reimen und ein bisschen Pyrotechnik aufwärmen. Das wäre nicht das erste Mal, dass das funktioniert hätte. Ist die letzte nicht verbrannt? Nein, das war eine Illusion. Das war für die Zuschauer so hergerichtet. Sicher? Ich hab sie später noch besucht und ihr die Bezahlung gegeben. Balduin, hättest du sie nicht gerettet? Ja, was man halt retten nennen kann, ne? ich würde mich so ein bisschen zurücklehnen und mich bei
bei der Blauflingdame bedanken und den Leuten zunicken. Und ich würde sagen, meint ihr, wir haben hier die Exposition dieses Liedes beendet? Wollen wir in den Refrain gehen? Wenn es sein muss. Ja. Ich denke, wir sollten den Takt wechseln. Alles klar. Aufs Zimmer und planen? Ja. Aufstehen. James! Ich vermute, wir begeben uns dann langsam auf das Zimmer, das wir ausgemietet haben. Mhm. Warten bis auf Nachteinbruch. Und, es ist bereits die Nacht eingebrochen. Alles klar, das geht, alles klar. Geht relativ schnell. Warten 1-2 Stunden und treffen alle nötigen Vorbereitungen. Habt ihr welche? James, du hast mir den Song geklaut. Ich dachte, Richard ist hacking on Heaven's Door. Oh, nicht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir beides. Aber Vorbereitung, vielleicht binden wir uns zusammen mit dem Seil. Falls einer im Schneesturm verloren geht, dass wir dann... Oder wir sind Musiker. Wir können auch einfach ein Lied singen, um uns zu finden. Das ist wesentlich stilvoller. Ja, aber dann hören wir, wie du immer weiter wegsingst und dann können wir ja trotzdem nichts machen. Aber wir wissen, Seil können wir ja ziehen. Ja, das stimmt. Na, dann singen wir. Ich glaube, solche Ideen, wie die hier, verlangen nach einer Flamme, die nicht ausgehen kann, egal wie doll der Schneesturm wird. Ich glaube, da setze ich mich mal eben ran. Das ist immer dein Herz erwärmt. Das ist ja das Problem, worüber ich geredet habe. Das tut es ja gerade nicht. Gottverdammt, das sage ich euch. Wenn ihr euer Lebenswerk, eure Musik ist, eines Tages werde ich diesen Zauber fertig umgeschrieben haben. Und dann wird die Flamme brennen. Okay. Alles klar. Okay, ihr habt euch in das Zimmer, das ihr bekommen habt, verzogen. Es ist recht geräumig, stehen 4 Betten drinne. Ansonsten abseits der Betten nur ein Schrank, also relativ spärlich eingerichtet. Das Fenster ist verschlossen und es ist sehr ruhig. Ihr hört später nur, wie die Treppe, die ihr hinaufgegangen seid, knarzt und mehrere Personen nach oben gehen. Ihr hört kurz, wie 2 Leute an euer Zimmer vorbeikommen und danach wird es wieder ruhig. Wie genau haben wir das wahrgenommen? Also einfach nur Sachen, die irgendwo reingehen, oder hat sich irgendwo eine Tür geöffnet? Oder ja, haben wir gehört, dass sich irgendwo eine... Ihr habt gehört, wie der Boden vor eurer Tür so ein bisschen geknatzt hat. Und ihr habt dann eine Tür schließen, also öffnen und schließen können. Haben wir mitgekriegt, in welcher Richtung sich die Tür befindet? Also angrenzend an unseren Raum? Vielleicht, also wo genau, habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber vielleicht 1-2 Räume weiter. Okay, also zu weit weg zum Lauschen. Ihr wisst, dass in dieser Etage gerade mal so 4 Zimmer sind. Sind die also wissen wir oder hatten wir das Gefühl, dass weitere Gäste in diesem Gasthaus sind? Die 2 anderen Personen, die unten saßen. Okay, die eine Halbelfe, die du genannt hattest. Genau, und der Mensch. Okay, perfekt. Der dabei war. Cool. Das werden wahrscheinlich die weiteren Gäste sein, die momentan in der Taverne untergekommen sind. Okay. Ich würde dann in der Zeit auf meinen Wand of Pyrotechnics dann Continual Flame casten. Mhm. Ich habe gesucht im Equipment. Ich habe noch 500 Gold übrig, das sind dann, davon verschwinden dann 50 GP in Form von Ruby Dust. Von dem ich noch wahrscheinlich die Hälfte meines Gelds so noch mit dabei habe, weil ein paar Flammen können niemals schaden. Und dann habe ich jetzt auf meinem Wand of Pyrotechnics vorne dran jetzt eine fackelgroße Flamme, die vor sich hin flackert und leuchtet, aber leider nicht brennt. Oh.
Durchs Fenster oder durch die Tür? Fenster ist eigentlich stilvoller, oder? Fenster ist mehr Metal. Fenster ist mehr Metal. Springen wir raus! Fenster ist im ersten Stock und könnte wehtun beim Landen. Aber wir können klettern, oder? Ja. Ich habe 88 Kilo dabei. Können wir die Tür benutzen? Also halt wirklich, Leute. Du musst diese 88 Kilo nicht mit rausnehmen, wenn wir eine kleine Expedition machen. Wenn was passiert. Aber wir können ja aus dem Fenster gucken. Der hat ja auch gesagt, dass man das auch nicht machen darf. Ich wette dir ein Goldstück, da passiert nichts. Weißt du, ich habe hier noch ein bisschen Platz in meinem Beutel. Und ich mache so meinen Bag of Folding-Umhängebeutel auf. Du kannst ein paar Sachen deponieren. Boah, voll praktisch, das großen Rucksack. Passt. Ehrlich? Du weißt nicht, was da vorher drin gebrannt hat. Ja, nee, stimmt, setz ihn wieder auf. Als wenn da drin irgendwas gebrannt hätte. Ich schau einmal rein. Nein, das ist nicht. Siehst du so eine kleine Rauchfahne, die gerade auf. Ich greife eine Hand rein, nimm eine Hand und ruß wieder raus. Siehst du, das war schon Ruß, bevor ich es reingepackt habe. Genau das wolltest du haben, ne? Ja. Das war schon so. Ich würde auf jeden Fall erstmal zum Fenster gehen und versuchen, mich aus dem Fenster umzusehen. Sehe ich irgendwas, was out of the ordinary ist? Du schaust aus dem Fenster. Etwas anderes als tiefschwarze Nacht. Ein paar erleuchtete Häuser und der Schnee, der gegen das Fenster bricht, kannst du nicht wirklich erkennen. Ich kann kaum was sehen, das ist nicht genug. Wir müssen da raus. Also die Treppe jetzt? Ja, bitte. Aber unten müssen wir die Tür aufstoßen. Und die Beschädigung von anderer Leute Eigentum ist so gar nicht Metal. Und teuer. Gut, dann klettern wir halt. Vielleicht haben wir Glück und sie hat den Schlüssel an Tresen oder sowas. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, also ich würde es nicht machen. Also, ich habe ein Seil, Fenster aufmachen, das ist für mich auch kein Problem. Und ich halte ein paar Dietrich hoch. Wir könnten sie auch einfach fragen. Wir sind Gäste, wenn wir gehen Insta. Wollen. Und ich gehe ans Fenster und beginne das Fenster zu öffnen. Also gut, das Fenster. Du siehst, dass das Fenster mit einem Schlüssel abgeschlossen wurde. Und ich weise Navar an, mir einen Dietrich zu geben. Ich gebe dir meine Thieves Tools und schau erstmal, was du damit machst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die benutzen kann. Bist du eigentlich gut damit? Oh ja, ja. Mach ja, du. Danke. Dann brauche ich einen Check mit deinen Thieves Tools, wenn du die benutzen willst. Das ist Sleight of Hand plus Proficiency. Mhm. Der wird verdoppelt, weil ich Tool Expertise habe. Das heißt, ich habe plus... Nein, fuck, nee. Doch, ja. Das heißt, ich habe insgesamt plus 8 auf diesen Wurf. Mhm. Nein, Artifizier doch. Sind so absurd insane. Ich hatte irgendwie mit Level 6 plus 12 auf irgendwas. Das ist eine 23. Mhm. Du bastelst da ein bisschen dran rum, bis es schließlich ein leises Knacken gibt und das Fenster aufschwingt. Und sofort, als dieses aufgeht, bricht die kalte Luft von draußen zusammen mit dem Schnee hinein. Und was an Wärme in dem Raum war und ist, entflieht sehr, sehr schnell. Oh, Jungs, das ist eine scheiße Idee. Dass wir noch angekleidet sind, ne? Wir denken mit. Ja, und da wollt ihr jetzt rausklettern, oder was? Weil das mehr Metal ist. Ich nehme ein Seil und schwinge es heraus. Hast du das Seil irgendwo schon befestigt? Ich gehe jetzt davon aus, dass ich es einfach irgendwo befestige. Also, okay. Das ist halt, also ich schmeiße einfach nicht ein Seil raus. So. Sag das lieber. Vorher. Ja, okay, alles klar. Alles, was du nicht vorher sagst, ist nicht gemacht worden.
Alles klar. Soll ich vorgehen? Gucken, ob es stabil ist. Du bist etwas leichter als wir. Das klingt vernünftig. Soll ich, war das jetzt auf mich gemünzt? Ja, ja, ja. Alles klar, ja. Gut. Dann würde ich beginnen, das Seil herunterzuklettern. Okay. Okay. Ich würde sagen, gib mir einfach mal ganz casual einen Athletics-Check. Athletics? Geht auch Acrobatics? Es geht darum, dich an dem Seil zu halten, während das so leicht im Wind schwingt. Alles es klar. Ist ein Schneesturm draußen. Dann eine 17. Mhm. Das gelingt dir? Alles klar. So, es ist ein bisschen ungemütlich. Und es braucht ein bisschen länger, als es normalerweise dauern würde. Aber du kommst einigermaßen sicher unten an. Und als du in den Schnee unter dem Fenster trittst, merkst du, dass es doch schon so ungefähr 10 cm Schnee sind, die dort liegen. Alles klar. Dann würde ich zunächst einmal versuchen, Dancing Light zu casten, um die Area um uns rum so ein bisschen zu erleuchten. Mhm. Auch durch den Schnee. Ja. Und dann die anderen herunterwinken. Okay. Es wird ein bisschen heller. Wenn ihr durch den Schnee lauft, das ist dann im Endeffekt, momentan ist hier nicht viel Schnee, aber wenn ihr in tiefere Gebiete kommt, ist das Difficult Terrain. Mhm. Lonzo, ist der Schnee hart? Der Schnee ist gefrorenes Wasser. Das klingt nach einem Lied, aber nee, ernsthaft. Ist das so ein weicher Schnee oder? Ein bisschen fluffig, aber wenn man drauf tritt, dann so ein bisschen wie zu hartes Gebäck. So bröselig, ne? Ja, so bröselig, aber es kommt gerade noch gut runter. Ich meine, es schneit gerade. Morgen wird er so richtig eklig. Pizza, wie sie meine Mama immer gemacht hat. Ich prüfe das Seil ab, ob das nicht nur für ein, im Endeffekt für Menschen groß quasi auch gemacht ist oder stabil genug ist. Ich meine, ich bin ein Halbling, so. Exakt, genau. Es ist ein ganz normales Standardseil. Und das scheint auch so, dass das quasi von ihm aus gut genug gemacht wurde, dass nicht nur ein Halbling damit runterkommen könnte, richtig? Jetzt ist die Frage, hat Yonzo das Seil selber gemacht oder hat er es gekauft? Warte. Ich glaube, ich habe dir mein Seil in die Hand gedrückt. Oder hast du dein eigenes Seil? Davon bin ich jetzt auch ausgegangen, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, also es ist ein Handverseil. Ganz normales Standardseil. Ja. Ja. Sollte halten. Ja, dann soll es passen. Navar bestätigt. Navar gibt sein Seal of Approval. Okay, ich versuche mal. Wenn ich falle, dann fallt einfach mir nach. Und schrei einfach laut, damit wir hören, wann du aufschlägst. Aber wir wollen doch nicht die anderen wecken, oder? Okay, so hart kann er gar nicht aufschlagen. Hey! Der Schnee ist fluffig. Eine Frage, entfernst du dich ein bisschen von dem Ort, wo du runtergekommen bist? Ich? Mhm. Oder bleibst du genau dort stehen? Aktuell versuche ich das Seil einfach so ein bisschen zu sichern. Ah, okay, gut. Naja, wenn er fällt, dann fällt er wenigstens Latten weich. Noch neben dem Schnee auch noch weich. Ich versuche runterzuklettern am Ende. Brauche ich ein so ein Athletics. Yes. Das ist eine 16. Mhm. Auch du schaffst das einigermaßen. Du hast noch ein bisschen Glück, dass Yonzo dir das hält, damit es nicht hin und her weht. Oh no. Na dann, kommt runter! Geh du mal vor, ich lass meinen Rucksack runter dann. Okay, oh, das wird spannend. Und ich kletter leider wo runter. Auch ein Athletics-Check. Mhm. Oh Junge. Das mag eine 2 sein. Hast du da nicht noch irgendein Plus dazu? Nee. Ich hab 0 auf Athletics. Das ist schlecht. Was passiert? ihr seht, wie Navar sich so aus dem Fenster hinausschiebt und
versucht Halt zu bekommen an der Hauswand, damit er sich einigermaßen galant runterlassen kann, rutscht ab und eine Frage, versuchst du dich festzuhalten oder lässt du dann einfach los, wenn du merkst, okay, du schlitterst so nach unten, ne? Ich lasse da einfach los und folge meinen eigenen Ratschlag und sage, ja. Kann ich als Reaction versuchen, ihn zu fangen? Ich würde sagen, das wäre ein Dexterity Save. Um zu gucken, ob du schnell genug bist, um ihn aufzufangen. Du hörst es bloß auch so schreien. Okay. Also du siehst ihn ja, wie er rausklettert. Du merkst, okay, der kann sich nicht halten. Das ist eine... Jesus, würfel ich heute gut. 24. Okay. Ihr hört, wie Navar anfängt laut zu rufen, während er nach unten stürzt. Ist jetzt auch nicht so laut, aber so ah! Und dann landest du... Du bist ein Tiefling. Du bist deutlich größer als der Halbling. Ich habe eine Scale Mail an. Du hast eine Scale Mail an. Du merkst bloß, dass dass du weicher als erwartet aufkommst auf dem Boden und unter dir so ein gequältes Stöhnen ist. Fuck! Jonzo, würfel mir mal ein D6. 2. Das ist der Schaden, den du kriegst, dadurch, dass Navar auf dir gelandet ist. Oh mein Gott, sind deine Hände okay? Flegethos sei gepriesen. Ja, ich bin weich gelandet. Danke. Ich meinte Jonzo, seine Hände sind Gold wert. Legitim Gold wert. Oh, und ich schaue mich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich stehe schnell auf. Ich bin einfach nur, weil ich komplett im Schnee bin. Und ich stehe auf und ziehe dann aus dem Schnee hoch so, oh nein. Das tut mir leid, hast dir wehgetan? Und klopfe dich so ein bisschen ab. Alles gut. Das ist ja sicher. Lass uns weitermachen. Ich find's gut, dass du es versucht hast. Ich hab's zu spät gesehen, ehrlich gesagt. Der Schnee ist so weiß. Klettern und ich. Das passt. Was ihr merkt, als ihr jetzt hier draußen seid und der Schnee ungehindert um euch herum wirbelt, dass die Lautstärke doch relativ laut ist, so dass ihr lauter reden müsst, um euch gegenseitig zu verstehen. Oh. Also wie so ein richtig schöner Schneesturm, lauter Wind, haufenweise Schnee. Immerhin können wir singen. Ihr könnt versuchen, gegen den Sturm anzusingen. Ist das jetzt ein Ride of Snow Storm? Ja. Ich lass aber meinen Rucksack runter. Okay, ich versuche im Endeffekt so... Du lässt ihn ja wahrscheinlich am Seil runter, dann ja. Das Seil im Endeffekt zu halten, um diese 80 Kilo offensichtlich, die du beide trägst, irgendwie entgegenzunehmen. Ich möchte versuchen, während alle das tun und ich mich so ein bisschen vom Seil entfernt habe, weil ich ein bisschen Angst habe, einfach nochmal was auf den Kopf zu kriegen, ein wenig umschauen, ob ich irgendwas im Schnee entdecken kann. Du läufst ein paar Schritte nach vorne, lässt die anderen machen. Ich brauche bitte einen Athletics-Check von Balduin, um zu gucken, wie gut du dein Gepäck halten kannst, um das einigermaßen sicher nach unten zu befördern oder ob du damit jemanden erschlägst. Help. 15. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber doch, du schaffst das schon, das einigermaßen sicher runterzukriegen. Du merkst schon so, okay, du musst gut festhalten. Und nach ein paar Minuten ist es dann unten. Super, dann kletter ich hinterher. Okay, brauche ich nochmal einen Check. Von dir selber. Und der Sack hält jetzt das Seil, das heißt, da muss keiner unten stehen. Das ist jetzt wieder Athletic, ne? 6.
Also deine Tasche ist besser weggekommen als du. Du bist schon so halb unten, als sich plötzlich so die Kraft in deinen Händen verlässt. Es war schon ein bisschen schwierig gewesen, den Sack erst runterzukriegen, und dann musstest du jetzt auch noch selbst dein Gewicht halten. Und du fällst noch so die letzten 2 Meter nach unten. Ich will nicht weniger Metal sein als Navar und schrei auch. Oh. Okay. Möchte jemand versuchen, den guten Balduin zu fangen, oder lass ihn einfach abstürzen? Ich kann versuchen, ihn zu fangen. Okay, brauche ich einen Dex-Safe. Moment, der war böse. Andere Leute. Literally Dex-Safe. Mhm. Es ist eine 9. Oh, ja. Nee. Was ist mit meiner 45 Pfund Schuppenrüstung? Oh, du auch. Ja, die beiden schwersten schützen natürlich ab. Auch schön. Heavy Metal indeed. Ja. Navar, du siehst noch, wie Balduin sich nicht mehr halten kann und du kannst das nicht genau abschätzen, okay, wo kommt er jetzt runter, wo kommt er jetzt runter, und stehst genau daneben, als er plötzlich zu deiner Linken nach unten aufkommt. Das ist wie so ein Volleyball. Ja, genau. Ihr hört nur noch so ein Tuff, als er unten aufschlägt. Und ich brauche bitte ein das ist nicht die volle Höhe ist, kriegst du einen D4. 2 Schadenspunkte. Oh, mein Knie. So, ihr seid alle unten. Es ist verdammt kalt. Hab ich irgendwas gesehen eigentlich? Gib mir einen Perception-Check. 9. Eine 9. Du schaust dich um und versuchst irgendetwas zu sehen. Du hast deine Dancing Lights. Oder zumindest 1, 2 von den Dancing Lights mit bei dir. Damit die anderen nicht komplett im Dunkeln stehen, schätze ich. Ich habe meine. Continuing Flame. Ah, okay. Leider bietet dir das nicht so viel Sicht, wie du gerne hättest. Und. Ich sehe Schnee! Ja. Das ist eigentlich der Großteil, den du siehst. Schnee, du siehst, dass der Schnee zu deinen Füßen immer ein bisschen mehr wird. Aber ansonsten siehst nichts anderes, hörst nichts außer dieses Rauschen, das du durch den starken Wind hast. Und halt so, hörst so ein bisschen, wie die anderen im Hintergrund sich versuchen, miteinander zu unterhalten. Ein Grund zur Sorge, ich sehe nix, let's soldier on! Tut mir leid, Balduin, ich hab irgendwie da eine Stehfolge gerade ins Auge bekommen. Ich hätte schwören können, ich krieg dich. Kein Ding, geht schon. Aber Leute, wir müssen nochmal hoch. Wir haben das Zimmer nicht bezahlt. Wir haben das selber doch gegeben, oder nicht? Mhm. Ja, da müssen wir nicht hoch. Gut, dann weiter. Wir kommen auch sicher wieder. Drittes Haus rechts, ne? Ja. Genau. Naja, wenn der Fluch wahr ist, dann kommen wir nicht wieder, ne? Ja, Optimismus! Optimismus, Jungs! Ich will das gar nicht hören! Ich stimme, während wir da sind, so gut ich kann, weil ich auch weiß, dass man dafür keine guten Vocal Skills braucht. Should I stealth or should I go? Von der Orc Band The Bash an. Captain. Ich bin ziemlich sicher, dadurch, dass die Umgebungslautstärke relativ laut ist, wirst du wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Zumindest bei den Anwohnern. Es war auch eher, um die Gruppe so ein bisschen darauf hinzuweisen, wo ich bin. Mhm. Ja. Oh. Ich habe meinen Zauberstab dabei. Ich halte mich an ihm fest. Folg einfach mal.
An den Zauberstab? Nee, an dem, der den Zauberstab hält. Ich. An der Lichtquelle, wie er den Elefanten griff. Okay. Ich denke, es gibt wir haben keine Anhaltspunkte, also wandern wir einfach in die Nacht. Wir folgen der beschriebenen Richtung. Ich meine, okay. wir können ja erstmal an dem Haus vorbeigehen und dann irgendwie, da wird ja wahrscheinlich irgendwie so ein Weg sein. Wir wollten an dem Haus klopfen. Ja, genau, richtig. Ja, dann lass uns den Weg dahin suchen. Ja. Ihr habt die Beschreibung gekriegt, wo das Haus ist. Es ist relativ übersichtlich hier, dadurch, dass hier nicht viele Häuser stehen, so im Großen und Ganzen. Und ihr findet das sehr einfach. Als ihr dorthin kommt, seht ihr, dass dort ein kleiner Zaun drumherum errichtet wurde. So, dass man nicht einfach nur hingehen kann. Vielleicht wird dahinter das auch als Garten genutzt. Ist euch nicht klar, ist alles zugeschneit. Und ihr seht, als ihr das Haus anschaut, dass da kein Licht brennt, gar nichts. Möchte wer anders? Gut, und ich gehe so ein bisschen zurück und schreie: Hallo, Lady! Haben wir eigentlich ihren Namen bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach gefragt. Lady. Ah, Mist. Du rufst dir die Nacht, wartest einen Augenblick, ob da irgendwas sich regt. Es passiert aber nichts. Vielleicht, also, ich meine, ihr seid ja die Musiker, vielleicht sollten wir ein bisschen näher ran und kleine Kieselsteine gegen Fenster werfen oder so. Einfach klopfen, bevor wir ihr Fenster einwerfen? Ja, würde ich auch sagen. Sie hat eine Tür. Ich hoffe. Du sagtest, sie hat eine Zaun, Tür. Sie hat einen Zaun drumherum, aber wir werden wahrscheinlich auch irgendwie sehen, dass da... Also meine, für Jonzo wäre dieser Zaun relativ hoch. Für den Rest von euch ist das eher so, na gut, könnte man drüber steigen. Exakt, genau. Ich ignoriere die Größe von Jonzo erstmal und würde dann rübersteigen und wirklich die Tür suchen und daran klopfen. Mhm. Ja, du findest die Tür. Stehe vorm Zaun und warte, dass mich jemand aufhebt. kannst du kurz? Also ich helfe gerne, ja. Und versuche dann mein Bestes mit meiner 10 Stärke, Jonzo da über diesen Zaun rüberzuheben. Mhm. Ich würde natürlich versuchen zu unterstützen, indem ich so leicht mit dem Fuß reingehe. Okay. Ich würde sagen, das ist nicht so das Problem, dass ihr ihn darüber kriegt. Er wiegt ja jetzt nicht über 80 Kilo. Stimmt, Halblänge sind leicht. Mhm. Und während ihr da vor dem Haus steht, dran geklopft habt und hofft, dass da irgendeine Reaktion kommt, schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen. Von so ungefähr 15 Minuten. Damit jeder was zu trinken holt. Akklimatisiert. Chat, wir brauchen euch. Wir wollen, dass ihr jetzt richtig, richtig gute Laune habt, damit ihr uns dann später aus der Pause wieder rausholen könnt, ja? Ich will so richtig viele Hypes im Chat sehen. Wir brauchen einfach ganz laut Mithrilica. Ja, Mithrilica, Mithrilica. Und die Hände in die Höhe. Alle eure Emotes. Okay, ASMR-Content können wir dann für diese Woche auch wieder abhaken. Ja. Okay, dann sehen wir uns um knapp 15 Minuten wieder. Ja. Yeah. Dann... Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ejo, wir sind zurück. Hallihallo und willkommen. Willkommen zurück. Willkommen, willkommen. So, ich hoffe, ihr seid ready für den zweiten Teil nach der Pause. Nochmal zur Info, für alle, die neu dazu geschaltet haben. Wir spielen heute The Winter Queen's Kiss. Das ist ein Abenteuer, das ich verfasst habe. Ihr könnt das momentan auf der DM's Guild zu einem reduzierten Preis kaufen. Nur jetzt, hier und heute, bis einschließlich Montag. Für 30%. Einen gewissen... Ja. 30% auf alles, außer Tiernahrung. Ich möchte an dieser Stelle vorschlagen, es ist 30% günstiger. Warum kauft ihr nicht einfach jetzt, sofort, auf D&D Beyond, nicht auf D&D Beyond, sondern auf DM's Guild, dieses Abenteuer und die 30%, die ihr gespart habt, hey,
die donatet ihr einfach auf den Channel. So, es, also das wär, würde doch für alle großartig werden, oder? Für euch habt ihr das Gefühl, ihr habt kein Geld ausgegeben und hey, unser wunderbares Team hier vom DM bekommt Kohle. Money. Naja. Cash. Danke dafür. Ansonsten, weil ich es vergessen habe zu erwähnen, die Musik, die heute gespielt wird, ist wie immer von Arcane Anthems und von Adrian von Zickler. Ansonsten machen wir weiter. Ihr seid aus dem Fenster geklettert, mehr oder minder galant, und steht jetzt vor dem Haus dieser ehemals sehr liebenswürdigen Halblingsdame und seid über ihren Gartenzaun geklettert und habt an ihrer Tür geklopft, mitten in der Nacht. Ihr steht dort ein paar Minuten, ohne dass sich irgendetwas tut. In der Zwischenzeit ist auch Yonzo über dem Zaun. Es wird langsam ein bisschen sehr kalt. Jungs, glaubt ihr, sie macht uns überhaupt auf, wenn sie uns überhaupt hört? Ich glaube, wir sollten... Also, wir könnten zumindest klopfen. Ich meine, ja, natürlich. Ich klopfe nochmal an der Tür. Lauter, versuche es zumindest. Du klopfst erneut, was dieses Mal wahrscheinlich eher einem Hämmern gleicht, um etwas Gehör zu finden. Und dieses Mal öffnet sich ein Fenster aus dem zweiten Stock dieses Hauses. Also nein, aus dem ersten Stock. Das wäre riesig. Ja, schmal und groß. Diese Villa, vor der ihr steht. Ja. Der Burggraben. Ich konnte den übersehen. Oh mein Gott. Ah. Die Zugbrücke fährt sich herunter. Das Fallgitter. Oh. Ah. Oh, dieser Sturm, verdammt. Ich klopfe die ganze Zeit an das rechte Haus, weißt du. Ja, auf jeden Fall ein Fensterkit auf. Und gib mir mal ein Dexterity Save. Okay. Meine Spezialität. Erstaunlich. Das ist eine 14. Reicht definitiv aus. Du bekommst noch mit, wie etwas nach unten saust, drehst dich ein bisschen zur Seite und ein Blumentopf zerschellt direkt neben dir. Wow. Und als du nach oben schaust, siehst du durch das Licht, das ihr habt, dass da eine etwas ältere Dame hinausschaut, mit einem Haube auf dem Kopf, einem Tuch um ihre Schultern und mit einem sehr, sehr grimmigen Blick auf dem Gesicht. Sorry, was für dich? Ja. Ich würde Navar einmal kurz auch mit der Schulter anklopfen und sagen: Show, jetzt! Zur Seite steppen? Einfach dich, um mich darauf zu belassen, dass du jetzt irgendwelche Effekte loshaust. Okay, ich zeig mit meinem Zauberstab nach oben und expende eine Charge von meinem Wand of Pyrotechnik. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Pyrotechnics? Ja. Und was der macht, kann ich dir sofort sagen. Es ist Pyrotechnik. Es macht einen großen Funkenburst, der in die Luft davon ausgeht, der bis zu 60 Fuß weit gesehen kann. Mit paar Knattergeräuschen, wie so halt Feuerwerk. Alles klar, dann würde ich Balduin dahin anweisen, gib mir eine gute Harmonie. Und Belorasch
3/4 Beat. Ich bin noch ein bisschen verwirrt dadurch, dass jetzt gerade ein Blumentopf nach mir geworfen wurde. Ich schaue noch so zu dir hin und fange irgendwie so fast schon roboterhaft einfach auf die Trommel zu schlagen, weil das schon so wie so ein Befehlswort für mich klingt. Alles klar. Und ich versuche mich langsam vor das Fenster zu bewegen und sage, Milady, im Turm, endlich haben wir sie gefunden. Gefunden. Endlich können wir sie sehen. Sie so sehen. Sagt uns, kann ihre wunderbare Schönheit, elfengleich, wie eine Elfe, uns einen kleinen Einlass gewähren? Wir wollen mit ihrer wunderbaren Stimme reden. Wir wollen ihre Geschichte hören. Alles hören. Abschluss. Pyrotechnics. Knatter, knatter. Leute, haben wir Blumentopf noch? Ich glaube, ihr fehlt einer. Oh Gott, da finden wir irgendwie einen Moment. Willkommensgeschenke, wisst ihr? Ich meine. Ihr steht da unten, macht eure kleine Show und seht, dass sich in dem Gesicht dieser Dame überhaupt nichts regt. Und als ihr dann fertig seid und eigentlich positiven Zuspruch erwartet, hört ihr nur: Verzieht euch aus meinem Garten! Was fällt euch ein, mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen? Elendiges Gesindel, Landstreicher, Halunken! Macht, dass ihr wegkommt! Soll euch der Teufel holen! Oh, das ist ein hartes Publikum. Sie ist wie meine Mutter. Ja gut, die will uns hier nicht, ne? Sollen wir vielleicht für die Nacht eine Bleibe suchen? Vielleicht gibt es hier eine Schenke irgendwo. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Dann fragen wir noch mal. Sicher, John, so? Das Fenster ist mittlerweile wieder zugegangen mit, wenn es nicht so laut wäre um euch herum, hättet ihr wahrscheinlich gehört, mit was für einem Elan es zugeschlagen wurde. Also, okay. Das ist schwieriger als das Publikum damals in Altenbruch, wo wir für die drei Rentner gespielt haben. Ja, ich meine, ja, die haben nicht du geschickt. Du musst zugeben, zwei davon waren taub. Es ist nicht deren Schuld gewesen. Ja, aber sie hat uns definitiv gehört. Und gesehen. Wie sieht Plan B aus? War das Plan A? Ich wusste nicht mal, dass Plan A so aussieht. Such dir Buchstaben aus, es ist egal. als sie rausgeguckt und dieses komplett emotionslose Gesicht da war, konnten wir schon erkennen, oder? Ihr hattet Licht. Und ihr habt da relativ klar gesehen, so dass sie alles andere als erfreut war, sagen wir es mal so. Alles klar. Als Einschätzung, ich weiß nicht, ob das okay ist mit dir, aber sah das normal aus? Oder sah das natürlich aus, wie sie reagiert hat? Gib mir mal einen Inside-Check. Alright. Das ist Inside 11. Du kennst deine Mutter, wenn sie wütend war. Auf dich oder andere Leute in ihrer Umgebung. Mit den Erfahrungen, die du hast, würdest du sagen, das sah sehr überzeugend und authentisch aus? Und ich drehe mich irgendwie zu Balduin, um zu versuchen, ihn noch ein bisschen zu überzeugen, dass wir hier weitermachen würden, weil ich weiß, dass er der ist, der so ein bisschen hadert. Okay. Wenn sie Söhne hätte, würde ich eventuell einen davon mit in die Band nehmen. Hier haben wir keine Chance. Mühle? Wie Mühle? Wie wär's mit Kamin, Bett? Was haben wir davon? Wärme? Ja, aber wir sind doch hier, um zu erforschen. Wir sind doch hier, um was rauszufinden. Wir sind doch hier, um einen Song zu schreiben. Und Wärme schreibt keinen Song. Aber
Mit Wärme können wir unsere Zehen behalten. Wir können ja morgen nochmal wiederkommen. In dem Sturm, die hat uns nicht erkannt. Wir tun einfach so, wir erzählen dir von so vier Verrückten, die hier durchgekommen sind. Und dann findet ihr uns total nett und dann lässt sie uns rein. Zweite Chance. Ich glaube nicht, die Tiefling-Dame sagte doch auch, dass sie seit einem Jahr oder sowas irgendwie so kaltherzig ist. Was Bedorasch sagt. Ja, ihr wollt ihr einbrechen oder was? Ist ja auch nicht in Ordnung. Ja, wir können ja morgen früh bei der Mühle vorbeischauen. Ja gut. Aber ihr habt einfach keinen Sinn für Abenteuer. Lass uns schlafen gehen. Lass uns schlafen gehen. Es ist in Ordnung. Nur für mich, um das nachzuvollziehen. Wieso willst du zur Mühle gehen? Weil ich die vorhin, beschrieben war und die so looming an der Ecke standen. Ich dachte, das ist der einzige Ort, den ich noch kenne hier. Okay. Einfach beschreibungsmäßig. Okay. Sie klang sehr metal, aber dann ist schon sehr kalt. Mir ist kalt. So kalt. Lass mich raten, dir ist kalt. Ja. Aber sagt, hat irgendjemand vielleicht eine Möglichkeit, dass wir zumindest durch ein Fenster gucken können oder sowas? Ich meine. Keine Ahnung. Schau nach, findest du da vorne ein Fenster? An dem Haus? Oder? Ich geh sonst einfach mal ums Haus herum. Ums Haus herum? Stellst du fest, das Haus hat einen Eingang, der vorne ist, wo der Rest der Gruppe steht. Du siehst insgesamt vorne neben der Haustür ein Fenster, zu beiden Seiten jeweils zwei und hinten auf der Rückseite ist kein Fenster. Innen drin sieht es wahrscheinlich für mich einfach nur dunkel aus, richtig? Ich würde dir leuchten. Du leuchtest so ein bisschen rein mit ein bisschen Licht. Sieht aus wie das Haus von ein bewohntes Haus. Es steht einiges an Einrichtungen drinne. Was du durch Jonsos Erzählung mittlerweile kennst, ist, dass einige Halblinge dazu tendieren, relativ viel Kram anzusammeln, was sie an ihr früheres Leben erinnert oder an irgendwelche Leute, die sie kennen. Deswegen würden viele Leute wahrscheinlich behaupten, Halblinghäuser sehen sehr ramschig aus. Ja. Im unteren Stockwerk siehst du jetzt nichts weiter. Ja, und so, das sieht aus wie bei dir. Einfach vollgemüllt bis oben hin. Auch mit so vielen Instrumenten? Nee. Die hat Bilder. Verstehe ich nicht. Okay, einmal kurz als Danny, der hier gesprochen hat. Ich sehe ehrlich gesagt keine Indizien, hier irgendwie weiter was zu machen. Und mein Charakter würde da jetzt auch nicht weiter nachforschen, wenn das halt irgendwie so Dinge sind. Der Plan von Danny ist jetzt einfach hier noch weiter rauszumachen und Abenteuer zu suchen. So. Aber Jonzo selbst würde sich euch beugen, wenn ihr sagt, wir wollen auf jeden Fall schlafen gehen. Ja, ich meine, fairerweise sehe ich gerade auch noch nicht so den Ansatz, wie wir sonst nämlich reinkommen, ohne dass wir quasi kriminell werden, was, glaube ich, nicht so gegen, also nicht für die Band sprechen würde. Ja. Gehen wir zurück in. Wir haben das Seil noch dran gelassen, richtig? Yeah. Ja. Das Fenster ist noch offen, das Seil ist noch dran. Aber das Hochklettern könnte schwierig werden. Ich habe eine Leiter, kein Ding. Du hast eine Leiter? Du sagst uns jetzt, dass du eine Leiter hast. Ja, das können wir da ja nicht mehr mitnehmen. Und runter sind wir ja ganz gut gekommen mit dem Seil, aber du hast ja recht, hoch ist vielleicht schwieriger. Ja, du bist runtergekommen. Du bist gefallen. Ja, ich bin als Letzter gefallen. Da war es ja schon zu spät. Ich kann nicht, wenn wir alle unten sind, dann die Leiter raus und sagen, ha, das wäre einfach gewesen. Da waren wir schon unten. Belorasch macht so einen Snowflip, ehrlich gesagt, anstatt dem Tisch, den er nicht vor sich hat. Okay, wo hast du die Leiter? Ich,
ja, mein Mantel. Wenn ich eins der Flicken abreiße, kriege ich eine 24 Fuß lange Leiter. Aber die kann ich halt nicht mehr mitnehmen. Deshalb habe ich gedacht, sparen wir uns lieber auf. Aber bevor wir es da wieder hochklettern und uns viermal verletzen, bringe ich meinen Kollegen eine Leiter raus. Wir können auch einfach vorne klopfen. Na? Das wäre einfacher. Wir haben da ein Zimmer gemietet. Ist ja nicht so, dass die uns da nicht reinlässt. Das ist ja vielleicht doof zu erklären, wie wir rausgekommen sind. So eine merkwürdige, dumme Idee. Lass uns das machen. Klopfen. Ja. Naja, ist vielleicht doof zu erklären, wie wir rausgekommen sind, aber wir sagen, wir halt, sind aus dem Fenster gefallen. Ja, haben uns verlaufen. Alle vier. Nee, einer, und wir wollten den dann retten. War eine lange Nacht. Ja. Kluge Idee. Ich meine, erinnert ihr euch, dass die letzte lange Nacht nach 5 Minuten hoch? Wir feiern schnell. Erinnert ihr euch an das letzte Mal, als wir an die Tür geklopft haben, mitten in der Nacht? Da ist ein Blumentopf runtergefallen. Wir sollten auf alles gewappnet sein. Oder für alles gewappnet sein. Wann war das denn? Irgendwann früher, schwierig zu sagen. Ja, Erinnerungen sind bei mir auch immer dunstig und in der Ferne. Würde mir. Okay. Also Walk and Talk? Fragezeichen? Yeah. Ja, jetzt zurück. Okay, ihr geht wieder zurück zu der Taverne. Als ihr da vorbeilauft, seht ihr, das Fenster ist immer noch offen, ist ein bisschen frostig. Er lauft um die Taverne herum bis zum Eingang. Und wer ist der glückliche Gewinner, der vorne klopfen darf? Ich, weil ich möchte rein, schnell. Okay. Ich mach dann, jetzt schießt uns garantiert die Wirtin irgendwie ins Gesicht. Okay. Moment, die öffnen wahrscheinlich keine Tür nachts. Du klopfst? Ihr seid gerade das Monster. Umso besser, dass das... Ja. Und hoffst, dass dir jemand öffnet? Nichts passiert. Nochmal. Bis zum Blumentopf. Wir sind's! Die Band! Lass uns rein! Klopf. Keiner reagiert. Ja, dann halt die Leiter. Ich könnte versuchen, das Schloss zu knacken. Also wenn wir danach die Tür wieder zumachen, merkt keiner. Leiter. Das ist ja noch schlimmer, als das Fenster aufzubrechen. Leute, das fühlt sich an wie vergebene Liebesmüh. Ja, ich meine, wir haben schon einen Weg offen sonst. Ich meine... Okay. Dann muss ich vorher nur kurz meine Finger auftauen. Ja. Wollt ihr eine Leiter oder machen wir es mit dem Seil? Seil ist mehr Metal, ne? Seil ist mehr Metal, sag ich auch. Fairer Punkt, ja. Die Leiter brauchen wir bestimmt noch bei anderen Situationen, wo irgendwie... Genau. Wir kein Seil haben. Okay. Ihr könnt mir jeder einen Athletics-Check geben. Und wer ist die letzte Person, die hochklettert? Ich will mit dem Rucksack. Den mache ich dann fest. Oh, okay, ja. du bist der Letzte. Okay. Oh. Gib mir jemand eine Räuberleiter? Natural One. Ich habe die 7, das ist auch nicht besser. 19. Ach. Ja, Balduin schafft es nach oben. Wer ist noch über eine 10 gekommen? Oh Gott, das Seil ist eingefroren! Oh Gott! In Anbetracht dessen, dass du merkst, dass deine Kameraden es nicht schafft, dieses Seil hochzukommen, denke ich, du würdest dann als erstes hochkommen und versuchen, den anderen zu helfen? Ich? Fragezeichen, ja? Klar. Ich meine, du bist die einzige Person, die es nach oben geschafft hat. Ja. Und der Rest hat struggled da unten ganz schön. Ach Leute, so, ich reiß den Stofffetzen ab und bring den in die Leiter runter. So, 24 Fuß Leiter, das reicht. Okay. Wer ist jetzt die letzte Person? Naja, der Johnso muss sich die Finger wieder aufwärmen, weil er so an dem Seil ist und er hat sich die Finger eingefroren und hatte Angst um seine Finger und er hat losgelassen, ist gerade noch aufgekommen, pustet sich die Finger ab und ist jetzt so drin, dass er als letztes hochgeht. Okay, du kletterst nach oben und ich bräuchte von dir, bitte danke, einen Perception-Check. Also,
ihr würdet schon gucken, wo ich die hinhau. Ja, ja. Das ist absolut klar. 18. Na, 18. Mhm. Plötzlich, als du schon zur Hälfte der Leiter hinauf bist und so das warme Licht des Inneren des Raumes sehen kannst und schon fast fühlst, förmlich, obwohl es wahrscheinlich drin nicht wärmer als draußen ist, hast du dieses Gefühl, als würde dich jemand anstarren hinter dir? Ich schaue hinter mich. Mhm. Du siehst einige Meter, ungefähr 3-4 Meter entfernt, im Schnee stehen, eine Frau. Du siehst nur ihre Umrisse, du kannst sie nicht genau erkennen. Siehst aber, wie der Schnee um sie herum streift, ihre Kleidung etwas bewegt und sie steht regungslos da und schaut in deine Richtung. Ich brauche bitte einen Wisdom Save von dir. Das ist eine Natural 8 für eine 9. Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Komm zu mir. Ich kenne viel schönere Orte, wo es dir sehr gut gefallen wird, wo du das bekommst, was du schon immer haben wolltest. Und ich spring von der Leiter, sag, also dreh mich noch einmal kurz zu der Gruppe, geh auf die zu, wink meine Hand und sag, yes, neue Lautenseiten. Du bist jetzt gecharmt. Alles klar. Und du hast so dieses seltsame Bedürfnis, dieser Frau zu folgen, wo auch immer sie hingehen mag. Alles klar. Merke ich, dass ich gecharmt bin? Nein, du, es ist okay. Eher so dieses Gefühl, so wie, ha, coole Sache. Ja, dann warum folge ich ihr. Das klingt alles total logisch. Natürlich. Alles. Warum? Warum? Alles, was ich gesucht habe, ist, dass irgendwas passiert. Und dann finde ich diese Frau und wer braucht die anderen? Ich folge jetzt dieser Frau. Zeit, einen Song zu schreiben. Ja. Antwort steht noch oben im Zimmer, versucht euch einigermaßen warm zu bekommen und rechnet eigentlich damit, dass Jonzo hochkommen sollte. Ich würde mal aus dem Fenster schauen, nachdem er irgendwie einfach doch nie auftaucht. Du guckst hinaus, siehst die Leiter unter eurem Fenster stehen. Kein Jonzo da drauf. Was du aber siehst, ist von dem Licht, das ihr habt, dass er hinaus scheint, dass sich da eine Figur zu entfernen scheint. Von der Größe her wahrscheinlich euer Freund. Er will, also höchstwahrscheinlich wissentlich, dass der Sturm das übertönen würde, rufe ich ihm hinterher, Jonzo! Hä? Was ist los? Ich hab zu tun! Ich zeig raus aus dem Fenster. Schaut! Ich glaube, da hinten geht er, aber. Warum? Hat er irgendwas gesagt? Nicht zu mir? Moment, aber. Hä? Ja, keine Tavernen, aber das ist so doll. Der kann doch, der sieht nochmal raus. Der friert doch. Ja, wenn er sich da draußen verläuft, dann verfriert er. Okay, Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, ich wuchs wieder. Wir müssen ihm hinterher. Ich gehe mal runter. Und komm mit, ich werde dich da nicht alleine runterlassen. Nee, nee. Wollen wir wirklich ein Seil um uns spannen? Bislang ging's ganz gut. Na, also. Ich gebe euch jeweils eine, ich ziehe aus meinem Umhängebeutel eine, zwei Fackeln raus und gebe euch jeweils und sag, hier, das ist zwar nicht so gut wie meine, die können eventuell ausgehen, aber das hilft vielleicht auch schon und dann würde ich dann halt runtergehen. Mhm. Die Leiter. Okay.
Jonso läuft in einem normalen Schritttempo. Und jetzt kommt es drauf an, wie schnell ihr lauft. Und denkt dran, es ist Difficult Terrain, ist ein bisschen schwieriger, jetzt durch den Schnee zu kommen. Mhm. Was euch ein Vorteil ist, dadurch, dass er nur ein Halbling ist und relativ nah am Boden in der Hinsicht und deswegen seine Fußspuren deutlich sichtbarer sind, habt ihr eine gute Chance, ihn wiederzufinden. Ich versuche im Endeffekt, die mit der Fackel nach vorne zu leuchten und die Spuren von Jonso zu verfolgen. Mhm. Hoffe, dass aufgrund der Tatsache, dass er im Endeffekt immer ein bisschen Schritt halten muss zu uns, dass wir ihn irgendwann aufholen. Mhm. Aber merke halt wahrscheinlich schon, dass irgendwie der Schnee doch noch irgendwie ein gutes Stück quasi höher geworden ist. Mhm. Wollen wir Zahn zulegen? Ich habe Angst, dass er zu weit wegläuft. Zügig, ja, ne? Es ist nicht gut, wenn wir noch viel länger hier draußen sind, glaube ich. Also, Beeilung. Sehen wir ihn eigentlich noch, die Silhouette? Es dauert ein bisschen, bis ihr ihn wieder ins Sichtfeld bekommt, weil ihr ja euch erst vorbereiten musstet und die Leiter wieder nach unten und alles und ihm dann hinterher. Aber ihr könnt ihn im Endeffekt abfangen. Jonso? Du läufst in Richtung des Waldes. Diese Figur, diese Frau, die vor dir geht. Dadurch, dass du näher zu ihr gekommen bist, siehst du, dass sie ein langes Kleid trägt. Und was dir sehr stark auffällt, dass sie keine Winterbekleidung anhat, gar nichts. Durch die Lichtverhältnisse ist es ein bisschen schwierig, mehr zu erkennen. Was ihr jedoch stark auffällt, ist, dass sie scheinbar nicht in den Schnee einsinkt. Wie sehr bin ich bei meinem Right Mind, insofern, dass ich das als okay wahrnehme oder als weird wahrnehme? Es ist mehr so ein merkwürdig. Naja, was soll's. Ja, dann merkwürdig. Naja, was soll's. ja, und du läufst geradewegs auf dem Wald zu und siehst dort etwas glimmen, wohindurch diese Frau verschwindet. Als du direkt hinter dir die Rufe deiner Freunde hörst und kurz darauf diese neben dir angehechtet kommen, sich durch den Schnee durchschlagend. Okay. Wie sieht, also sorry, dass ich jetzt mal nachfragen muss, wie sieht der Charme in meinem Kopf aus? Das ist so dieses, du hast so dieses extrem starke Bedürfnis, dieser Frau zu folgen. So egal, was auch. Extrem starke Bedürfnis, dieser Frau zu folgen. Ja, so egal, was da auch ist, es ist einfach so, alles andere ist unwichtig im Grunde genommen. Alles klar. Mhm. Dann drehe ich mich einmal kurz um und sage, Leute, geht pennen. Ich habe das unter Kontrolle. Da hinten gibt's neue Lautenseiten. Ein Scheiß hast du, Jonso! Wenn wir näher an den rankommen, sehen wir auch irgendwas Seltsames? Also sehen wir die Frau auch, oder? Mm-mm. Du kannst mir gerne einen Perception-Check geben, wenn du das möchtest. Ja. Das erscheint mir sehr weird. Ich kann auch einen Kana werfen, das kommt. Da bin ich viel besser drin. Nicht? Okay. Gib mir mal einen Perception-Check. 9. Du schaust dich um, das Einzige, was du sehen kannst, ist mit deiner Dark Vision, okay, da kommt ein Wald, warum läuft er in den Wald? Du kannst mir aber gerne nochmal einen Arcana-Check werfen. Yeah. 15. Dir ist definitiv bewusst, dass da irgendetwas faul ist. Dein Freund würde nicht einfach so abhauen. Nicht, wenn da irgendetwas Wichtiges wäre. Aber sowas kündigt er normalerweise an, oder? Ja. Yeah. Also, während wir halt näher an ihn ranrennen, sage ich, hier ist irgendwas faul. Also, selbst Jonso ist nicht so abenteuerlustig, dass er einfach nachts in den Wald rennt, ohne uns vorher Bescheid zu sagen. Während wir quasi schon fast wieder in der Taverne sind. Ich glaube, hier ist irgendwas Magisches.
mit am Spiel. So ein bisschen als so wie damals, wo er diesen alten gammeligen Kuchen gegessen hat und sagte, der war noch okay, aber danach hat er sich auch so komisch verhalten. Er war vollkommen okay. Vielleicht müssen wir ihn einfach wirklich wieder ins Zimmer zurückholen, bevor er friert. Erstmal schütteln. Jonso, was ist los mit dir? Seid ihr schon da? Habt ihr schon aufgeholt? Zu dem Zeitpunkt wären sie schon da. Alles klar. Was für eine Wirkung hat das auf mich, dass Leute mich schütteln? In meinem aktuellen Gemütszustand? Gib mir mal noch einen Wisdom Save. Natural 3 für eine 4. Dieses Schütteln von Navar ist eher so ein, hey, warum schüttelt er mich jetzt? So nicht dieses, okay, ich verstehe, dass er mich versucht irgendwie aufzuwecken, sondern eher so dieses, was tut der Mann da? Dann gucke ich Navar ganz genau in die Augen und sage, das ist meine einzige Chance, auf der Reise nach Silvermoon noch irgendwie meine lauten Seiten zu ersetzen. Bitte, bitte versteh das. Und drehe mich wieder um und gehe weiter. In dem Wald da vorne? Was? Versteht ihr, worüber er redet? Ich habe meinen Sack hier nicht umsonst hergestellt. Ich pack den jetzt. So. Okay. Ich meine, als würdest du nicht in Silvery Moon Seiten kriegen. Seiten im Wald. Okay, das ist ein Grapple-Check. So, Das heißt, Athletik, oder? Ja, das müsste Contested Athletics Checks sein. 16. 7. Ja, er hält dich ab von dem, was du machen willst. So, jetzt sag mal, was ist da im Wald? Es ist jetzt keine Zeit für Umarmungen, so gern ich das auch habe. Ja, aber da sind auch keine Seiten im Wald, jetzt mal ehrlich, komm. Keine Seiten, aber siehst du nicht, wie das da leuchtet? Ich versuche mich neben Jonso zu stellen und in die Richtung zu schauen, wo er hinzeigt. Okay, gib mir einen Perception-Check. Perception. Das ist eine 18. Du schaust dir diese Stelle sehr genau an und hoffst, dort irgendetwas zu erkennen. Du siehst nichts. Da ist tiefe Dunkelheit, da ist die Baumstämme, die du sehen kannst. Was immer dort auch sein soll, ist für deine Augen nicht sichtbar. Also es ist auf jeden Fall dunkel für mich, richtig? Du bist ein Halborg, du hast Darkvision. Ja, nein, also ich meinte im Endeffekt ist es jetzt nicht. Aber du siehst dort nichts Außergewöhnliches, außer den Anfang des Waldes, ja, Bäume, den Schneefall, nichts davon ab. Korrekt. Das ist der Funken der Kreativität selbst. Das ist das Feuerzeug in der Dunkelheit der Schreibblockade. Leute, lasst mich da hin! Lass uns noch mal schauen, was das für ein Funken ist. Und ich touch ihn an und cast Identify. Um herauszufinden, was mit ihm gerade abgeht. Du bekommst raus, dass er unter einem sehr, sehr starken Enchantment liegt. Wie die Natur von Enchantments halt ist, dass dieser entweder eine Aufgabe erfüllen soll oder also er steht auf jeden Fall unter diesem Zauber. Jo, Jungs, der ist definitiv verzaubert. Ich glaube... Wovon? Also, wenn ich einen starken ersten Educated Guess nehmen müsste, würde ich sagen, die Winterkönigin. Aber so wie es aussieht, sollten wir ihn erstmal wieder in die Taverne zurückbringen. Chanted by the Winter Queen! Das war das doch irgendwie bis zu 4 Tage und dann wusch. Ja, vielleicht müssen wir da Richard nochmal aufspüren. Klingt vernünftig. Ich helfe Balduin im Endeffekt Jonso dann mit zurückzutragen, weil ich denke, dass wir das müssen. Okay. Ganz schön zu befreien, selbstverständlich.
Ja. Wollt ihr das klassische Programm machen? Fesseln, knebeln, mischlappen? Ach, warte mal, Leute. It's just a guess. James, jetzt bleib doch mal ruhig für eine Weile und ich cast a suggestion. Oh Gott. Alles klar. Vielleicht klappt das ja. Ich mache ein Wisdom Save, Wisdom oder Charisma? Suggestion müsste auch Wisdom Save sein. Ja, oder? Ja. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass du plus 2 auf den Save kriegst. Dann ist es eine, weil du eine Aura hast. Ja. Gut, dann ist es eine 12. Für die Suggestion. How strong is the spell? Schaffst du nicht. Wenn ein Charm nicht reicht, dann nehmen wir halt 2. Also ich meine, ich bin schon unter einem Enchantment und Suggestion. Ja, deshalb probier's mal. Ich weiß nicht, ob das cancelt. Bevor wir dich jetzt hier komplett einprügeln müssen. Es würde es nicht canceln, sagen wir es mal so. Das würde in der Situation plus kurzzeitig helfen. Also so, alles dass klar. Er gerade erstmal so dieses so, okay, was ist jetzt hier? Also dass du kurzzeitig wieder zu Gedanken, also das dann machst, was alles dir klar. suggested wird. Alles klar, was wird mir suggested? Ja, das war mal ruhig bleiben, ne? Für ein bisschen. Okay, dann bleibe ich für einen Moment ruhig. Habe ich einen kleinen Moment der Klarheit? Du hast so diesen Moment, der so... Naja, du bleibst halt ruhig. Ich würde das jetzt nicht Klarheiten nennen, aber so dieses so... Oh ja. Alles klar, dann bin ich einfach für einen kleinen Moment... Ja, ich meine, gut, wir können uns jetzt hier auch ausruhen und vielen Dank für die Umarmung. So, ich schätze das auch und ich umarme dich einfach so ein bisschen zurück. Aber ich muss echt langsam weiter. Nee, halt echt nicht. Ja, ich konnte das nicht reden. Morgen machen. Haben wir jetzt den Mind Battle? Wer concentrated harder? Ich oder fängt er wieder an zu zappeln, weil dann müssen wir ihn halt, dann schleppen wir ihn halt mit, oder? Ich kann es nicht sagen. Das ist unter DM. Ja. Sagen wir es mal so, einfach für Clarification. Navar hat ja schon seit Identifier und dadurch habt ihr ausgerichtet, dass dieses Enchantment sehr, sehr stark und mächtig ist. Was jetzt die genauen Auswirkungen davon sind, ist halt, dass er im Grunde genommen zu etwas gezwungen ist, was er machen soll. So, was er ja auch, dem er auch nachkommen will. Das heißt, dieses Enchantment ist definitiv stärker als alles andere, was dann kommen würde. Außer ihr habt irgendetwas, sei es jetzt zum Beispiel Geas oder sowas, was halt schon wirklich heftig ist. Also, nope. Jungs, ich glaube, dieser Zauber ist so stark, die Suggestion mag anhalten, aber wenn man magische Berührungszauber mischt, kommen nur schlechte Sachen bei raus. Sollen wir ihn vielleicht laufen lassen und hinterher? Und wenn er am Ziel ist, helfen wir ihm? Meinst du, das ist eine Licht gute der Kreativität, Idee? Warte kurz! Oder? Also, wenn wir den jetzt mitnehmen, dann ist der jetzt 4 Tage so? Dann lösen wir auch kein Problem mit. Jonzo, gib mir mal bitte einen Perception-Check. Sure. Es ist raus aus meinem Würfelding. Zählt es trotzdem? Ich sag einfach jetzt mal ja, dann ist es nämlich eine. 12. Mhm. 13, sorry. Du drehst dich um zu diesem Tor, was sich da für dich geöffnet hat, und du siehst, wie dieses langsam flackert und zu schwinden scheint. Wie dieses langsam zu flackern und zu schwinden scheint? Ja, I run for the hills. I run for my life. Was macht der Rest? Ihr seht, wie Jon so anfängt zu schwinden. Hab ich nicht mehr gepackt? Dann hinterher. Versuch mich natürlich zu befreien. Eigentlich ist er gegrabbelt, ja. Ja, genau. Ich würde mich versuchen zu befreien. Contested Athletics Check. Kann ich? Ich kann zum Escape von Grapples auch Acrobatics benutzen. Mhm. Ja. Ja. Dann ist das eine 10. Ich lass ihn fallen. Okay. Bin bei der 4. Okay. Ja. Ich seufze und
Okay, lass ihn hinterher. Ich meine, Balduin hat recht. In 4 Tagen wäre es wahrscheinlich eh passiert. Dann hinterher! Und ich würde hinterher rennen. Ruf. Okay. Ihr rennt hinterher. Ihr seht vor euch, wie Yonzo in Richtung des Waldes hetzt und plötzlich einen Satz macht und vor euren Augen verschwindet. Oh! Ich caste direkt in Sea Invisibility. Siehst nichts? An der Stelle einmal kurz Metatalk. Ich habe so viele Möglichkeiten dagegen und natürlich trifft's mich. Ah! Also, mit Sea Invisibility kann ich in die Ethereal Plane schauen? Es ist nicht die Ethereal Plane. Ich habe so doll gehofft, endlich Countercharmen zu können. Er ist nicht unsichtbar geworden. Und ich würde dann da herumtasten, wo er verschwunden ist. Okay. Was macht der Rest? Das ist voll Metal, wir müssen mitwischen. Ich würde sogar einfach wirklich. Er ist ja durchgegangen, hast du gesagt, richtig? Er ist hindurchgesprungen, ja. Er ist gerade ausgerannt. Kannst du schon mit selbst anfangen? Nein. Er ist hindurchgesprungen und vorher irgendwo verschwunden. Ist dahinter irgendwas, was irgendwie so wie ein Stein oder so? Weil ist doch geschneit, ich sehe es wahrscheinlich nicht. Bäume. Ist direkt dahinter ein Baum? Ich würde sagen, so ziemlich, ja. Okay, ich fasse den Baum legitim an. Ich hatte erst vor, da durchzuspringen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich gegen den Baum laufe. Deswegen. Okay, du streckst deine Hand aus in Richtung des Baumes und du siehst, wie die sofort deinen Augen verschwindet. Ich ziehe die Hand zurück. Ich kenne mich nicht so hart mit Magie aus, aber das ist nicht ein normaler Baum. Wenn er das sagt, darf ich einen Canyon-Check machen? Ja, bitte. Natural 20, 26. Das könnte verschiedene Magie sein, das könnten unter anderem Portale sein, das könnte von so ziemlich alles, was irgendwie ein Tor öffnen könnte. Es ist nicht unsichtbar und Sachen verschwinden, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Portal. Ja dann? Portale sind wie Türen, richtig? Ja, also. Wir sollten ihm, also wenn wir ihm folgen wollen und deine Hand verschwindet, dann scheint es nur offen zu sein. Dann sollten wir uns beeilen, da durchzugehen. Okay, ich geh vor. Miss Willika, Jungs. Miss Willika! Miss Willika! Und hinterher. Oh boy. Durch unidentifizierbare Portale schreiten. Miss Willika! So, mit so einer Träne. Okay, ihr schreitet durch das Portal. Das ging schneller als gedacht. Okay. Okay. Das erste, was ihr merkt, beziehungsweise sehen könnt, sind die Fußspuren, die vor euch auf dem Boden sind. Ihr seid mitten in einem Wald gelandet und ihr könnt auf dem Boden sehen, dass euer Freund bereits hier lang gekommen ist. Das zweite, was ihr bemerkt, der Schnee hat komplett nachgelassen oder anders, er hat aufgehört. Die Kälte ist fast unerträglich um euch herum. Die Bäume um euch herum sind komplett vereist. So als hätten sie schon lange keinen Frühling mehr gesehen. Und jeder Atemzug, den ihr macht, stößt leichten Nebel hervor. Kein Geräusch ist um euch herum zu hören. Als ihr den Blick gegen den Himmel richtet, seht ihr, dass dort keine Wolken zu sehen sind. Dafür aber Lichter über den Himmel gleiten, was ihr als Nordlichter erkennen könnt. In lilafarbenen und grünlichen Tönen.
Sie sind wohl so ziemlich das einzige Friedliche, was ihr momentan erkennen könnt. Jonso! Wo zu den Teufeln sind wir? Sehen wir irgendwo Jonso? Nicht in eurer Umgebung. Sehen wir, ich meine, der Typ ist legitim vor einer Minute oder zwei durch dieses Portal gegangen. Sehen wir Spuren auf dem Boden? Wie bereits gesagt, ihr seht Fußspuren auf dem Boden. Und dass er definitiv hier durchgekommen ist. Die passen auch wirklich zu ihm als Halbling, ne? Oder sehen zumindest so aus, wahrscheinlich? Also ihr kennt nur einen Halbling, der da durchgekommen ist. Von der Größe würdet ihr schon sagen, so, jo, passt. Ja, nur vom Gedanken her, weil Jonso auch erzählte, dass Zeiten irgendwie in anderen Welten oder ähnliches vielleicht auch anders laufen. Vor allem, lasst uns den Spuren folgen, oder? Daher. Jo. Ja. Okay. Wir sind jetzt schon hier, wir haben keine andere Wahl. Ja. Okay. Jonso, du bist kurz vor den anderen durch dieses Portal gegangen. Und du bist ebenso in diesem Wald aufgetaucht. Hinter diesem Portal stand eine Frau. Wahrscheinlich die Frau, die dich zuvor zu ihr gerufen hat. Und streckte dir ihre Hand entgegen. Komm mit mir. Ich möchte nicht, dass du dich verläufst. Lieb von dir. Und ich würde die Hand nehmen. Also ich bin angenommen, ich bin immer noch unter dem Spell. Und sie führt dich durch diesen Wald hindurch. Wie die anderen siehst du diese komplett vereisten Bäume, die nach und nach ein wenig spärlicher werden. Und sie führt dich zu einem See, der komplett vereist ist. Ohne drüber nachzudenken, läuft sie einfach hinüber, dich an ihrer Seite, an ihrer Hand, zu einer Treppe. Als du hinaufschaust, siehst du ein Schloss, das in den Berg gehauen wurde. Du siehst, dass dieses komplett aus Eis besteht und durch diese Nordlichter einen seltsamen Glanz bekommen hat. Wieder zu den anderen. Ich bin ein Plot-Device. Also noch viel knochentief schlotternd als vorher, folge ich jetzt wahrscheinlich den Spuren mit den anderen. Ihr folgt den Spuren und lauft langsam durch den Wald. Was ihr bemerkt, ist, dass sich um eure Umgebung nicht zu verändern scheint, für den Augenblick. Dreht sich jemand von euch um? Ja, nein, vielleicht? Ich meine, warte mal, kannst du, wie verändert sie sich nicht? Scheint es so, als würden wir weitergehen und es würde einfach nur Baum auf Baum quasi? Genau, so. Okay, gut. Also keine sichtbare Veränderung. Es ist so, als würdet ihr euch durch einen langen Wald laufen. Okay, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht umdrehen. Also, irgendwann mal, bestimmt eine Viertelstunde oder so. Okay. Gebt mir bitte einen Perception-Check. Neun, okay. Hatte 20 oder 23. Oder nur. Okay, gut. Ja, jeder, der sich umdreht, darf mir dann gerne gehen.
was ihr mitbekommt, dadurch, dass die Sicht sehr klar ist und das momentan eher so eine Dim Light Condition ist, nicht weit hinter euch sammelt sich ein Gemisch aus Nebel und Schnee, das so langsam über den Boden zieht und auf euch zukommt. Was macht ihr? Wie hoch ist das vom Boden? Das ist nicht besonders hoch. Das geht vielleicht bis an eure Knöchel ran momentan. Jungs, kommt ihr? Ja, was? Ist das gefährlich? Was ist gefährlich? Weißt du nicht? Der Nebel. Welcher Nebel? Du siehst den auch so langsam ankommen. Oh, shit. Ich dreh mich mal um. Perception wahrscheinlich auch, um den zu erkennen, richtig? Mittlerweile ist er da genug, dass du ihn auch so sehen kannst. Okay. Ist der schneller als wir? Er kriecht auf euch zu. So im einigermaßen gemächlichen Tempo, aber definitiv schon deutlich erkennbar mittlerweile. Vor allem, wenn ich stehen bleibe. Also, auf der Liste von gefährlichen Dingen, nachdem man durch identifizierbare Portale gegangen ist, ist mysteriöse Nebel, der einen verfolgt, sehr weit oben. Freunde, ich glaube, ich habe da schon... ich glaube, den sollten wir uns nicht einholen lassen. Dann nehmen wir die Beine in die Hand und laufen vor ihm weg. Okay. Gute ihr Idee. Fangt an zu rennen. Und als ihr einen kurzen Blick nach hinten riskiert, während ihr rennt, merkt ihr, dass dieses Gemisch schneller geworden ist und anfängt, sich aufzutürmen. So, gucken wir doch mal. Ihr seht, dass dieses anfängt, weiter nach oben zu steigen, bis zu den Baumkronen hin und fast aussieht wie eine riesige Flutwelle, die versucht, über euch zu rollen und euch verfolgt. Was ihr hört, sind Geräusche, die aus diesem Schneenebelgemisch kommen. Wie Stöhnen. Als hätte jemand Schmerzen oder würde etwas verlangen. Kurz darauf ragen Hände hinaus und die Geschwindigkeit dieses Nebels nimmt zu und diese Hände versuchen euch zu kriegen. So, das ist Contested Dex Strength. Dexterity Saves bitte. Oh no. Oh no, no. Oh Gott. Oh. Mhm. 21. Mhm. 18. 6. Mhm. Ihr nehmt die Beine in die Hand und lauft zickzack durch den Wald, um so schnell wie möglich von diesem Nebel wegzukommen, der euch immer noch verfolgt. Es ist ein kurzer Augenblick, wo ihr denkt so, okay, wir gewinnen hier ein paar Meter. Nächster Check. 16. Mhm. Eine 15. Mhm. Eine 19. Okay. Ihr denkt euch, okay, das wird vielleicht ausreichen, vielleicht schaffen wir es. Doch mit einem Schlag erhöht sich die Geschwindigkeit dieses Nebels und kommt bis auf eure Fußsohlen ran. Ihr erreicht das Ende des Waldes. Ihr seht, wie die Bäume langsam an Dichte verlieren. Und ihr seht vor euch einen See zu kommen, der komplett zugefroren ist. Was macht ihr? Ich habe eine Idee. Die ich ausprobieren würde. Also dieser Schneebel ist jetzt sehr nah an uns dran. Mhm. Ich würde sagen, oh nein, oh nein, oh nein! Das tust du nicht. Und aus meinem Bag of Holding einen kleinen handlichen mechanischen Turm ziehen. Meine Eldritch Cannon. Hm? Und den dann rückwärts Flammen spucken lassen.
während ich wegrenne. Okay. Okay. Das ist quasi Burning Hands. Okay, du brauchst mir dafür jetzt keine Attack Roll geben, weil es ist nicht besonders schwer, das zu verfehlen, weil es direkt hinter euch ist und wie so eine Wand. Du brennst im Grunde genommen ein Loch hinein, was nicht viel Effekt hat, sondern gleich wieder zufällt. Okay. Das kommt immer noch auf uns zu, richtig? Also es verfolgt euch und es ist direkt an euren Hacken dran. Über den See. Wir könnten uns auf den Boden werfen und über den See schlittern. Gute Idee. Ja, bestimmt. Wir haben keine andere Wahl. Okay, ich mache so quasi einen Hechtsprung nach vorne und versuche, mich auf dem Bauch quasi zu landen und dann hoffe, dass ich genug Schwung irgendwie habe, um da lang zu schlittern. Okay, auf den See. Auf den See. Der Rest? Dasselbe? Ja, also ich renne immer noch mit meiner Eldritch Cannon in der Hand und halte sie rückwärts und puste hinter mich mit dem Flammenwerfer. Aber da das nicht besonders viel zu helfen scheint und ich nicht schlimme Dinge erfahren will, die passieren, wenn mich das Ding einholt, auf den See! Okay. Ah, wir müssen das mal mit Publikum irgendwann probieren. Okay, ihr stürzt euch alle auf den See. Hinter euch, als ihr auf dem See seid und schaut, wie weit entfernt dieser Nebel noch ist, seht ihr, dass dieser am Rande des Waldes zu stoppen scheint und in sich zusammenfällt. Für einen Augenblick ist es ruhig. Ihr habt eine Möglichkeit, kurz Luft zu holen. Für einen Augenblick ist es ruhig. Oh no. Dann hört ihr, wie unter euch das Eis zu knacken beginnt. Ich wusste, dass das passiert. Jungs, ich reiß einen anderen Flicken ab, einen braunen Flicken, schmeiß ihn nach vorne und ein 12 Fuß langes Ruderboot. Das ist ein gefrorener See. Ja, aber wenn das Eis krackt, bevor wir da einbrechen und wenn das dann unter Wasser ist, Leute, ins Boot! Okay, du holst das Boot raus. Ihr seht, während du das machst, kriegt der Rest mit, wie am Rande des Sees das Eis aufbricht und sich in spitze Zacken verformt, die in die Höhe schießen. Und sich dieser Prozess auf euch zubewegt. Das ist ziemlich Metal. Dieses Land will uns umbringen! Wir sollten vor diesen Spikes weglaufen! Ich würde versuchen aufzustehen. Ich meine, es ist ein gefrorener See, der wahrscheinlich auch glatt ist. Würde aber trotzdem versuchen loszulaufen im Endeffekt. Okay. Das wäre noch ein Dexterity-Check. Baldwin, möchtest du auf dem Schiff bleiben? Nee, ein bisschen traurig. 50-50. Spikes oder Wasser. Das waren halt die Spikes, dann renne ich hinterher. Dexterity wäre übrigens ein 15er. Safe. Ja. Okay. Ich renne auch los. Okay. Dexterity Safe ist 18. Mhm. Okay. Was? 5. Oh, okay. ihr hastet los, schlittert so leicht, als ihr versucht hinaufzukommen und weg von diesen, von dem, was auch immer sich da gerade abspielt. Und ihr beide schafft das locker. Für Balduin wird es ein bisschen knapp, als er über sein Boot rennt, hinunter springt und fast in einige der Stacheln hineingekommen wäre, nur ein paar Zentimeter daneben ist und anfängt hinter euch herzurennen. Ihr rennt und ihr hört hinter euch immer lauter, wie das Eis aufbricht und es immer näher zu kommen scheint. Ich brauche einen zweiten Dex-Safe. 1, oder? Mhm. Ah, okay. 13. Das ist eine 5. Okay. Ihr seid fast am Ende. Fast. Es hat keiner von euch über 15 gewürfelt? 13. Ihr hört unter euch, wie das Eis wegbricht.
Wenn ihr wollt, könnt ihr mir alle gerne nochmal ein Safe geben. Was für ein? Dexterity Safe. Glatte 1, also eine 0. Okay. Ich bin aber bei einer 10 auch nur dabei. Glatte 20, als eine 22. Nava, du schaffst es, dich an Land zu hechten. Du merkst, wie das Eis unter dir bricht und hechtest nach vorne und landest vor dir im Schnee. Die anderen beiden krachen ein. Anders als erwartet werdet ihr nicht von diesen Spikes aufgespießt, sondern ihr merkt, wie euch das kalte Wasser umhüllt. Und ihr merkt, wie etwas an euren Beinen zu ziehen scheint. Ich versuche gegen dieses Ziehen im Endeffekt zu treten. Mhm. Ich trete in Wasser wahrscheinlich. Also das umhüllt uns wie so eine Blase, oder? Es ist so, wie wenn du halt in den See einbrichst im Winter. Ja, okay. Fair. Mhm. Ja, dann versuche ich dagegen zu treten, um mich zu wehren im Endeffekt. Und okay. Auch so ein bisschen in die Richtung zu schwimmen, wieder an die Oberfläche. Ich würde sagen, das ist ein Attack-Roll. Das wäre dann in die Richtung Unarmed Strike mit deinem Fuß. Ja. Dann, wait a sec. Das ist eine Natural 20. Okay. Du schaffst es loszukommen und wieder an die Oberfläche zu schwimmen. Balduin, was machst du? Ja, einfach mal dasselbe. An Arm, nicht? War das? 16. Okay. Du schaffst es gerade so frei zu kommen. Und schaffst es ebenso an die Oberfläche. Als ihr durch das Wasser wieder hindurchbrecht und Luft holen könnt, merkt ihr aber schon, wie schon wieder etwas nach euch greift. Kann ich ihnen irgendwie versuchen zu helfen? Also ich bin kannst versuchen, sie rauszukriegen. Ja, also ich bin ja an Land gesprungen, würde mich dann zurück umdrehen und meine Hand hinhalten und schreien, nimm meine Hand! Zu wem? Sind zwei. Der näher dran ist. Such den aus. Kann ich ihnen einfach beide Hände geben? You can try. I try. Dann dürft ihr beide gerne einen Strength-Check mit Advantage machen. Okay. Das ist jetzt eher ein Contested Strength-Check, ob ihr wieder zurück ins Wasser, also unter Wasser gezogen werdet oder nicht. 10. 19. Okay. Belorash. Du greifst die Hand von Nava und schaffst es, dich hinauszuziehen. Das gilt leider nicht für Balduin, der wieder unter Wasser gezogen wird. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Sehen wir ihn noch von dem Land aus? Er war zu deiner Rechten hochgekommen, kurz nach dir. Das heißt, du weißt ganz genau, wo er runtergegangen ist. Nava, nimm Seil und werf's gleich ins Wasser. Ich spring Balduin hinterher und versuche ihn rauszuziehen. Ich hab kein Seil. Mein Plan geht nicht auf, aber ich springe anscheinend rein. Das hängt an der Taverne. Hast du ein Seil dabei? Okay. Eine Frage. Balduin, hast du deinen Rucksack dabei, deinen 80 Kilo schweren Rucksack? Ja, selbstverständlich. Das ist voll wichtig, das ganze Zeug. Okay, ich kann das, was vorher passiert ist, nicht wieder zurückholen. Du hast auf den nächsten Strength Check Disadvantage. Weil du einen schweren Rucksack auf hast, der dich im Grunde genommen ins Wasser zieht. Auf alle Fälle, unter 15 Pfund Schuppenrüstung. Ich reiß noch ein Patch ab. Ich verbrauch meinen ganzen Mandel. Ein 10 Fuß langer Stab, den ich aus dem Wasser halte. Ungefähr da, wo ich hergekommen bin. Und hoffe. Okay, ihr seht, wie da plötzlich so ein Stab nach oben schießt. Eier dran ziehen. Ich wackel so ein bisschen. Okay, ich versuche diesen Stab zu greifen und versuche irgendwie. Ich meine, der Winkel wird richtig, richtig schlimm sein, aber ich versuche ihn im Endeffekt damit an Land zu ziehen. Macht ihr das beide? Ich würde versuchen, an Bedorasch dann zu ziehen.
Fair. Okay, dann brauche ich bitte... Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob einer von euch Strength Check mit Advantage oder beide Strength Checks machen. Ich glaube, du machst einen mit Advantage. Wollte ich auch vorschlagen. Das ist schon mal eine Natural 20, oder? Na, ist egal. Das wäre nur ein reiner Strength-Check, kein Athletic oder so, ne? Du kannst mir auch mal Athletics geben. Okay. Mach mal Athletics. Wie ich gerade feststelle, ist beides das gleiche. 23. Okay. Soll ich irgendwas? Ich brauche von dir auch einen Athletics mit Disadvantage, weil du da hinten, weil du in der weißen Annahme gingst, hey, ich kann mir einen Stein auf den Rücken schnallen. Und meinen Freunden damit helfen. Bär, ich hätte ihn ja in den Bag of Holding gepackt, ne? Fünf. Starke fünf. Oh, boy. Du hast diesen Stab in deiner Hand und merkst, wie er dir so ein bisschen aus den Händen rutscht und du kommst gerade so bis zur Wasseroberfläche, dadurch, dass die anderen beiden so stark dran ziehen. Aber du merkst halt hinten, okay, da ist nicht mehr viel Luft. Ihr seht da gerade noch so, wie so ein Bein nach oben kommt, aber... Könnte man nach dem Bein greifen? Ist das von der Distanz her machbar? Kannst du es versuchen. Ich würde ins Wasser weitergehen, weil ich denke, dass ich halt näher an ihn ran muss. Und okay. Würde dann versuchen, sein Bein quasi zu greifen mit beiden Händen. Mhm, okay. Ja, yep, machst du. Und du merkst, dass da sehr viel Gewicht hinter ist. Ungefähr 120 Kilo oder was? Nee, ich glaube wahrscheinlich mehr. Ungefähr, ja. Wenn ich einen Stärke-Check machen sollte, dann wäre es eine 7. Wäre nochmal ein Athletics-Check. Aber ist ja, glaube ich, kein Bonus drauf. Nee, ist das Gleiche. Du merkst, wie dir dieses Bein aus den Händen gleitet. Frage, Balduin, möchtest du dich von deinen Sachen trennen oder möchtest du mit diesen untergehen? Nein, mit einer Träne im Auge trenne ich mich von meinem Rucksack. Okay. Du trennst dich von deinem Rucksack und sobald du ihn losgeworden bist, sobald du dich von ihm befreit hast und nur einen kurzen Blick riskierst, was mit ihm passiert, siehst du, wie er einfach bloß noch nach unten sinkt in die Tiefe des Wassers, in die Schwärze hinein. Schon weg wieder. Okay, dann kannst du mir einen ganz normalen Athletics-Check geben, um nach oben zu kommen. Okay. Du schaffst es wieder nach oben zu kommen. Der Rest von euch sieht, wie euer guter Freund aus dem Wasser kommt und nach irgendetwas zum Halten sucht. Ich würde auch ins Wasser kommen und dann mit der Barrage versuchen, ihn an Land zu ziehen. Okay. Dann gib mir einfach nochmal einen ganz normalen Athletics-Check. Jeweils. Das wäre eine 12. Mhm. 3. Und, Balduin, nimm meine starke Hand! Okay. Welche auch immer, ich pack die starke Hand. Gemeinsam schafft ihr es dann im Endeffekt, ihn rauszuziehen. Ihr seid alle komplett klitschnass an Land, aber zumindest nicht tot. Ich hätte im Boot bleiben sollen, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, am Rand des Sees... Berühmte letzte Worte übrigens. Am Rand des Sees ins Wasser zu fallen, ist, glaube ich, besser als in der Mitte des Sees. Das ist ein guter Punkt. Ah, mein Rucksack. Klingt nach dem Song. Gut, dass da nichts Wichtiges drin war. Was? So, Was? Aber weiter, wir müssen unseren Kumpel retten. Da war nichts Wichtiges drinne. Ein bisschen Kreide und Zeug. Bisschen 80 Kilo Kreide? Ich nehme seinen Stock, den er als fast schon irgendwie wahrscheinlich letzten Flicken von seiner Robe genommen hat und breche diesen Stab in zwei. Nein, da habe ich nur einen von.
Egal. Der Rest war auch Müll anscheinend. 80 Kilo Müll. Ah! Okay, lass uns Jonso suchen. Großartiger Moment, weil er am Anfang foreshadowed. Storytelling Power, Alter. Jonso, du bist mit dieser Frau hinauf in diese Treppe hinaufgegangen. Zu einem Tor, was in ihr Schloss hineinführt. Vor diesem Tor, als du deinen Blick abwendest und über die Gegend schaust, siehst du, dass unterhalb dessen der See aufbricht und einige Gestalten da hinüberlaufen. Was du außerdem siehst, ist, dass dieser Wald, der diesen See umgibt, scheinbar unendlich ist. Doch das ist alles, so ziemlich egal. Weil du bist ja dort, wo du hin wolltest. Dieses Tor vor dir öffnet sich und diese Frau führt dich hinein. Und was merkwürdig ist, für dich fühlt sich das alles gar nicht so kalt an wie für deine Freunde. Es ist sogar relativ angenehm. Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich hier eine Wahl. Also natürlich schreite ich durch das Tor. Mhm. Und diese Frau fragt dich, was ist das, was du am meisten begehrst? Ruhe. Innere Ruhe. Als du zu ihr hinaufschaust und ihre bläuliche Haut siehst und auch erkennen kannst, dass ihre Augen mit einer Art Schleier verdeckt sind, kannst du sehen, dass ihr auf ihrem Mund sich ein leichtes Lächeln bildet. Keine Sorge. Ich werde dir helfen, diese Ruhe zu finden. Aber jetzt mal, ich meine nicht Ruhe. Ich meine nicht leise Ruhe. Ich mag laut. Ich meine einfach ich weiß, wir müssen uns schon. Sorry, es ist schwierig. Sie hält kurz an, kniet sich dort hier runter und streicht dir ganz leicht über das Gesicht. Ihre Haut fühlt sich kühl an. Wie so ein frischer Morgen im Winter. Aber nicht unangenehm. Vertrau mir. Okay! Und damit steht's wieder auf und führt dich durch diesen Korridor hindurch. Zu deiner Seite siehst du einige Türen und vor dir ein größeres Tor, das sich langsam öffnet. So, die anderen. Einmal noch als Klare. Mir kommt das immer noch komplett richtig und total cool vor, oder? Ja, bis dort, wo du wolltest, so für. Nice. Let's go! Die anderen. Ihr seid am Ende des Sees. Komplett triefend nass. Aber dem Tode entkommen. Als ihr euch umschaut, seht ihr, wie vor euch sich ein Berg erhebt. Und ihr seht ebenso diese Treppenstufen, die komplett aus Eis gebaut sind und in die Höhe führen. Ihr seht, dass an diesen Treppenstufen Säulen angebracht sind, zur rechten Seite, die eher dekorativ führen. Am Ende der Treppe seht ihr, wie sich ein Palast erhebt, der ebenso aus Eis gebaut wurde. Und so ziemlich das einzige Gebäude ist, was in der Umgebung zu sein scheint. Als ihr hinaufschaut, könnt ihr noch sehen, wie zwei Figuren in diesen Palast hineingehen, bevor sich dort die Tore wieder schließen.
Ich meine, Königin, Schloss, check, oder? 10 von 10 Winterkönigin und Schloss. Und nehme ich meinen Eldritch Cannon, der da vorne irgendwo am Ufer liegt, und leg die irgendwie so auf den Boden und mach, sag, aber, also, ich glaube, wir sollten uns erstmal trocknen, und sag, und mach dann Flamme an und Feuer! Und wird mich dann irgendwie versuchen, da nah genug ranzusetzen, dass ich nicht verbrenne, aber ein bisschen trockne. Gute Idee. Okay. Ihr wärmt euch auf, was wahrscheinlich ein paar Minuten dauern wird, ehe die komplette Feuchtigkeit aus euren Klamotten versiegt ist. Wobei Navar ja noch das Glück hatte, nicht komplett im Wasser zu versinken. Ja. Aber ich bin Frostbeule. Hm? Ich glaube, wenn wir so ein paar Minuten da sind, dann würde Belorash sein leichtere Klamotten dabei. Er würde wahrscheinlich noch erst so den Mantel hier im Endeffekt, so diesen Wintermantel, versuchen aufzuwärmen, aber ansonsten zumindest seine Beinkleider und alles Mögliche einfach auszutauschen, weil in dieser Kälte quasi mit halbtrockenen, so immer noch feuchten Klamotten rumzulaufen, ist zu doll. Okay. Ihr wärmt euch auf und nach so einige Zeit habt ihr so das Gefühl, okay, den nächsten Teil schafft ihr vielleicht auch noch. Jetzt wäre erstmal eine relativ lange Treppe vor euch. Dann wird die Eldritch Cannon wieder in den Arm genommen. Und, ach, viel besser. Ja, habt ihr das eben gerade auch noch so gesehen? Ich glaube, da oben haben wir ganz kurz noch Jonzo gesehen, wie er da reingegangen ist in das Schloss. Ich habe nicht ihn gesehen, ich habe jemanden gesehen. Wir sollten nur aufpassen. Ich meine, wenn aus Wasser irgendwelche Spikes werden, was wird aus einer Treppe? Eine Schlitterpartie. Balduin, möchtest du noch was sagen? Sollen wir uns anbinden? Aber sonst hoch. Ich meine, unser Kumpel ist weg. Das wird ja schon sein. Wenn in der Kneipe vorhin schon wenig Wanderer vorbeikommen, dann glaube ich nicht, dass hier so viele Fremde sind. Also. Ich hole ein Seil raus. Mhm. Anbinden hätte uns eben gerade geholfen. Vielleicht tut es beim nächsten Mal. Okay, ihr bindet euch alle drei zusammen. Oh lol, Roper. Let's go. Und tretet an diese Treppe dran. Yep. Als ihr vor der Treppe steht, hört ihr, wie eine Stimme sagt: Lasst das zurück, was ihr jeden Tag benutzt, wofür ihr aber nie gezahlt habt. Lasst das zurück, was eures ist, aber von jemand anders kam. Lasst das zurück, was für euch sehr persönlich ist, was ihr aber mit allen anderen teilt. Hören wir das im Kopf oder hören wir das im Ohr? Ihr hört das bei euch im Kopf. Hat zu euch jemand auch gesprochen? Ja. Meinst du das? Ich dachte an mein Leben, aber ich meine, Haare ist auch klug. Versuchen. Alles, was ich zurücklassen könnte, war so ziemlich in dem Rucksack. Also ich habe nicht mehr viel anzubieten. Also schneiden wir uns die Haare jetzt ab? Moment. Vielleicht mit einer Locke anfangen. Also richtig, klein anfangen, richtig. Wie lief das Rätsel nochmal? Okay, für euch. Lasst das zurück, was ihr jeden Tag benutzt, wofür ihr aber nie gezahlt habt. Lasst das zurück,
was euers ist, aber von jemand anders kam. Lasst das zurück, was sehr persönlich für euch ist, was ihr aber mit allen teilt. Also abgesehen von dem letzten würde ich ja dem Leben zustimmen, aber wir bringen uns ja jetzt hier nicht um. Vielleicht unsere Stimme? Vielleicht nicht reden auf der Treppe? Das ist so ein bisschen unser Businessmodell, ne? Wir können unsere Stimme nicht weglassen. Ich finde Haare eigentlich ganz gut. Aber die teilen wir nicht mit jedem. Das schon auch wieder. Wir teilen die Stimme. Aber wir können auch das Leben teilen, aber das Leben zurückzulassen ist vielleicht nicht so einfach. Wobei, wenn ich ein Burgbesitzer wäre vom Schloss und ein Rätsel haben will, das alle Feinde abwehrt, dann wäre denen zu sagen, dass sie sich umbringen soll, doch eigentlich eine ganz gute Idee. Also, vielleicht meint die das Leben. Aber das ist keine Option. Was er gesagt hat. Ja, das stimmt. Ich denke, Navar hat recht. Vielleicht sollten wir es versuchen, indem wir einfach still sind. Sorry, nochmal das Rätsel. Hast du das jetzt nicht aufgeschrieben, oder was? Ich kann nicht so schnell schreiben. Nicht? Ich bin enttäuscht. Okay, lasst das zurück, was ihr jeden Tag nutzt, wofür ihr aber nie gezahlt habt. Lasst das zurück, was euers ist. Aber von jemand anders kam. Lasst das zurück, was sehr persönlich für euch ist. Was ihr aber mit allen anderen teilt. Das Beste, was mir dazu einfällt, ist meine Stimme. Gut, es wird uns schwer fallen, aber dann singen wir nicht beim Hochlaufen. Sind Drums okay? Lieber keine Risiken eingehen. Das stimmt. Okay. Okay, ich weiß. Nimm aus meinem Rucksack 3 Kerzen. Okay. Und würde die dann magical tinkern mit der Nachricht. Hilfe, schaut zu mir. Und dann zu den anderen sagen, okay, wenn irgendwas passiert und ihr Hilfe braucht, dann zieht ihr entweder an dem Seil oder ihr knickt diese Kerze in der Mitte durch und dann sagt sie was für euch. Alles klar. Dann sagt ja nicht ihr was, sondern die Kerze. Ergibt Sinn, oder? Sehr gut. Machen wir so. Und ja, bekommt ihr jeweils eine Kerze und dann sind wir jetzt fest zusammengebunden. Dann ich wäre bereit. Okay. Okay. Ihr lauft diese Treppen hinauf. Ihr lauft immer weiter. Doch, egal wie weit ihr lauft, das Ende kommt nicht näher. Ihr seid ungefähr in der Hälfte der Treppe. Schnee!
Passiert irgendwas? Auf die weiter. Nichts passiert. Ihr lauft weiter. Ja gut, die Stimme ist es nicht, Leute. Waren fest. Doch, die Haare? Ich würde sagen, die Haare. Dann machen wir jetzt die Haare ab. Ich habe kein Messer, war alles im Rucksack. Kann mir einer was leihen? Aber ich hänge an meinen Haaren. Und ich ziehe meinen Dagger. Ja, nur eine Locke. Es sind nicht die Haare. Natürlich nicht, aber weißt du, wie Metal das ist, wenn wir da oben ankommen mit so einer Halbrasur-Frisur? Wenn ich dich mit dem Dagger rasiere, dann kommt da ein bisschen Kopfhaut mit. Ja, dann lassen wir das. Ist auch Metal. Tut zwar weh, aber... Was ich jeden Tag nutze, wofür ich aber nie bezahlt habe, was ich mit jedem teile, aber nicht von mir kommt. Und das dritte habe ich vergessen. Sehr etwas, was persönlich. Etwas, was sehr persönlich für dich ist, was du aber mit jedem teilst. Okay, dann hätte ich das andere falsch. Unsere Hoffnung. Die will, dass wir wieder oben traurig ankommen. Und nicht mehr kämpfen, weil wir aufgegeben haben. Und warum gehen wir dann da noch hoch? Ja, das ist ja der Trick. Die will ja nicht, dass wir hochkommen. Ich habe eine Idee. Einfach aus purem Trotz. Hoffnungslos, aber trotzig. Gute Idee. Also hoffen wir nicht anzukommen, aber stiefeln weiter. Ja. Ja. Das ist vielleicht sowieso keine schlechte Idee, dass wir, wenn wir, während wir rumprobieren, trotzdem weiterlaufen. Nicht, dass wir das Richtige machen und das aber gar nicht mitkriegen. Aber wir machen ja gar nichts. Ja, aber irgendwie, vielleicht ist ja der Gedanke das. So wie immer, einfach planlos durch die Gegend laufen. Ich meine, das können wir. Ja. Yeah. Okay. Hör mal, können wir uns mal umgucken. Gibt es ja noch irgendwas anderes außer diese Treppe? Es gibt diese Säulen, die an der Treppe hinlang führen. Die übrigens mit zugefrorenen Pflanzen dekoriert sind. Aber ansonsten nichts weiter. Vielleicht denken wir zu Meta. Vielleicht ist es einfach irgendwas Banales. Unsere Kleidung? Ja, von mir aus. Aber die haben wir gekauft. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben wir bezahlt, oder? Die haben wir bezahlt. Und ich teile die auch sehr ungern irgendwie. Ja. Gut, dass wir Musik machen. Was sind denn Dinge, was ist denn etwas, was ihr persönlich, jetzt abgesehen von Kleidung und sowas, jemals von jemandem bekommen habt? Was sind so die ersten Dinge, die eine Person bekommt in ihrem Leben? Oh, was ist, wenn es unser Name ist? Ja, den schreibe ich jetzt hier in Schnee und lasse ihn dann da, oder was? Das klingt vernünftig. Ich meine, ja. Wir können unseren Namen in die Säule einritzen. Ich weiß nicht, ob wir das Eigentum von ihr beschädigen sollten, aber der Schnee klingt vernünftig. Also, wo wir eben mit dem Trotz waren, also... Die Säule ist... Ich ratz... Nava... Wann Hemeling was hier in eine Säule ein? Bui. Wie neu ist der Decker? Nicht sehr neu. Ich benutze ihn nicht so oft. Er ist ein bisschen älter. Ich trage ihn vielleicht schon ein paar Jahrzehnte mit mir rum. Ähm,
als du diesen Dagger, versuchst in diese Säule reinzurammen, um deinen Namen darin zu verewigen, bricht die Spitze vorne ab. Oh Mann! Den habe ich zu meinem Abschluss bekommen. Also, die Säule ist es nicht, Freunde. Okay. Hint. Das wurde euch am Anfang der Treppe gestellt. Dieses Rätsel. Wahrscheinlich müssen wir das unten machen. Ist auch sehr pedantisch, oder? Das zieht uns ins Wasser und jetzt sollen wir auch noch die ganze Treppe gehen. Ja gut, dann raufen wir wieder runter. Wieder runter? Am Anfang der Treppe war dort schon eine Säule. Nein, da war keine Säule. Dann versuche ich, Belorasch in den Schnee zu streichen im Endeffekt. Mit dem Finger kann ich das machen. Kannst du gerne machen. Okay. Sieht bestimmt gut aus. Glücklicherweise. Ich versuche so schön wie ich kann, jetzt mit dem abgebrochenen Dagger in den Schnee zu zeichnen, Navar van Hemeling. Okay. Aldo in Hügelhütte. Okay. Schreibt ihr das nur rein oder sprecht ihr das auch laut aus? Ich spreche das auch laut aus. Ich höre gerne meinen eigenen Namen. Okay. Okay. Und denken, hier ist unser Name. Ich mach's dreimal. Dreimal ist Himmelinger recht. Warum wiederholst du deinen Namen die ganze Zeit? Dreimal ist Himmelinger recht? Nee. Ich guck auf meinen Namen. Belorasch. Zufrieden? Kannst du ja mal abprobieren. Belorasch? Nein, ich meine es mit der Treppe. Hast du deinen Namen ausgesprochen oder nicht? Ich folge den Schritten. Schreiben, aussprechen. Auch okay, dreimal gut. Machen. Okay. Okay, er läuft danach wieder die Treppe hinauf. Und ihr bemerkt danach, dass als ihr zur selben Stelle kommt wie vorher, dass ihr einfach weitergehen könnt. Und nach einigen Minuten schließlich am Anfang an dem Haupttor des Schlosses ankommt. Typisch für uns, wir sind einfach zu schlau. Diese komische Blumentöpfen auf. Schlechte Erfahrung mit Villatoren oder Burgtoren oder was auch immer für Toren. Passt vor riesigen Eisschlössern in subplanaren Welten, die man nur durch Portale erreicht, auf. Ich habe schlechte Reviews darüber gehört. Oh. Geschichten und Bücher, ja. Aber wer geht auch zu solchen Dingern, oder? Ja, wenn mir eins bei Planarstudien eingebläut wurde, ist, nicht durch unidentifizierte Portale zu rennen. Und es gibt für alles ein erstes Mal. Ich wusste, wir hätten bei Jon so irgendwie stärker intervenieren müssen. Okay, ich würde sagen, hier beenden wir die Session. Ihr seid durch die erste, so ziemlich durch die Hälfte des Abenteuers durch. Und das tatsächlich auch schneller als gedacht. Das geht noch langsamer. Ich bin ein Plot-Device. Yeah, he is. I'm He's very girl. Important. Poor Jonso. Ja, aber am Montag geht's ja weiter. Dann kommt der zweite Teil davon. Kann ich auch einfach einen Aufsteller von mir hinstellen? Ich würde sagen, es wäre total legit. Was? Dein Ernst? Best D&D ever! Wow!
Ich meine, ich hätte ja erwartet, dass, also das wäre das, was ich tatsächlich so als DM erwartet hätte, so dieses, naja, die werden ihn schon festhalten und wieder in die Taverne zurückschleifen. Aber das sieht dich dann ist, einfach... Es ist, ohne Scheiß, es ist so unglaublich frustrierend. Und ich habe gerade jetzt nochmal gemerkt, einfach, was für eine grauenvolle Ability-Counter-Charm ist. Weil ich die ganze Zeit da sitze und denke, weiß ich, dass ich Charm bin? Kann ich einfach singen dagegen? Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich bin ein Plot-Device. Es tut mir total leid. Ja, alles gut, alles gut. Ich meine, also, sorry, für den Stream und sowas ist ja auch vollkommen die richtige Entscheidung. So, das motiviert die anderen, das ist schön unterhaltsam. Es ist halt nur für mich, der das Setting halt total liebt und sagt, oh, geil, Fade-Dinge. Einfach so, okay, alles klar, dann sitze ich jetzt im Fluss. Keine Sorge, weil nächste Woche Montag, da gebe ich dir noch so ein paar Möglichkeiten, mit den ganzen Sachen zu interagieren. Habe ich eine Wahl? Wow. Depends. Wow. Okay. Ich sag ungern nein, aber ich kann halt da auch nicht ja sagen, deswegen so, jetzt komm, gucken wir mal. Alles klar, Chat. Chat, du und ich, wir stehen das durch. Wir stehen das durch, Chat. Wir schaffen das schon. Ich meine, du bist zumindest nicht alleine. True. Ach! Kannst dich ja mit Scary Winterkönigin unterhalten. Genau. Ich meine, alles wird wieder gut. Es ist alles gut, aber ich will Ruhe, aber nicht richtige Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber komm einfach mit in den Tod. Und vertrau mir. Ist das Metal? Schon Metal. Ja. Ist eine ziemlich Metal-Art zu sterben. Ist eine ziemlich Metal-Art zu sterben, ist true. Es ist sehr Metal. Bester Corpse-Paint, wenn du halt eine Corpse bist. Ja. Und wie ein echter Musiker stirb jung. Genau. Wie alt ist Jonso noch gleich? 70. Verdammt! Euer ist ein Halbling. Ja, aber für ein Halbling ist das erste Drittel, so. Mary, die Frage ist: Ice Lady! Ist er 27, ist die Frage. Nein. Ja, da war ich schon ein bisschen drüber. Anyway, danke, dass ihr heute dabei wart. Ha. Es war. Dass ihr so schön in die Fallen reingetreten seid. Ich habe keine einzige gemerkt. Es gab Fallen, was? Es war mir eine Ehre. So, mal schauen, was ihr nächste Woche macht. Es hängt alles davon ab, euch ab, wie schnell ihr seid. Und weil im Schloss gibt es ja noch ein Inneres. Und ob ihr euren lieben Freund daraus retten könnt. Wir kommen einfach durch die Schlosstür und treten die Tür ein, schreien laut, somebody wants to, und dann finden wir ihn bestimmt. Danny, du kannst ein paar Stories vorbereiten, die du erzählen darfst. Soll ich tatsächlich welche, soll ich welche schreiben? Kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. Dann gib mir auf jeden Fall Prompt. Oh no. Was dein Charakter bis jetzt so erlebt hat, weil da können wir dann so ein bisschen was drum rumspinnen, so hier. Alles klar, this just went from a D&D-Adventure to a Job-Interview. So ein bisschen, was hast du in deinem Leben so gemacht? Erzähl mir etwas Interessantes. Alles klar. Dieses Album wegen dem Manticore, wie ist es dazu gekommen? It all began in a stormy night in September. Ansonsten für die Zuschauer, danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Falls ihr jetzt schon Lust habt zu erfahren, hey, wie könnte das ganze Ding eigentlich ausgehen, halt ohne die Gruppe, oder vielleicht denkt ihr euch, hey, es ist ja an sich ganz nice, könnte man ja mal selber mit der eigenen Gruppe spielen, das ganze Ding gibt's zu kaufen, gibt's als digitale Kopie bei der DMs Guild. Nennt sich The Winter Queen's Kiss, Link ist im Chat drinne. Ansonsten sehen wir uns am Montag wieder, auch um 19 Uhr, um den zweiten Teil davon zu spielen. Ja, was noch? Wenn ihr Bock habt, folgt uns auf Twitter, wir haben einen kleinen Discord. Hashtag Freedom for Jonso. Ja, Freedom for Jonso. Tweetet doch einfach unter Freedom for Jonso, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Irgendwer muss es ja sagen. Hashtag Freedom for Jonso. Genau.
Kauft alle Dinge von Hall of Tales. Kauft Karos Abenteuer. Folgt ihr auf Twitter. Folgt mir auf Twitter. Folgt allen anderen auf Twitter. Und gebt Dingen. Und hier, letzter Moment, einfach all euer Geld hier zu lassen. Einfach all euer Geld. Ihr habt Geld in der Couch gefunden. Wow, Pep, das gehört. Jetzt gebt das. Ihr hättet es sowieso nicht gebraucht. Seid ihr? Sorry. Bestimmt auch noch richtig gute Bügeleisen im Angebot, ja. Wahrscheinlich. Ansonsten danke ich heute an Nick. Du spielst am Sonntag beim Schmetterting? Ja. Mach Fiasko. Auch nice. Cool. Dann danke an Danny. Wann spielt ihr das nächste Mal wieder? Nächsten Donnerstag, am 1. Oktober. Mit eurer Stadtwachentruppe und da leitest du. Genau. The okay. Lawful Bunch heißen wir und okay. mein Twitch-Channel ist mein Name auf Twitch. Ich bin ja auch im Chat, also ihr könnt es sehen. Genau. René? Bei euch kommt jetzt demnächst nochmal was bei Pen Paper Dice? Richtig, wir haben am 5.10. haben wir von Sebastian, dem Beschwörer, der jetzt für Dungeons & Dragons 5 rauskommt. Schaut ihn euch an. Ansonsten diesen Monat kam noch der Fate Seeker raus. Für jeden wahrscheinlich was dabei. Wir haben so ein paar kleinere Dinge. Okay. Arne, hast du noch irgendwas? Am Mittwoch geht es weiter bei Hot of Tales mit unserer hauseigenen Kampagne, wo wir dann herausfinden, wem eigentlich gerade Aspasia einen gespannten Bogen vor den Kopf hält. Da haben wir gerade auf einem Cliffhanger geendet. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Was passiert der Hot-Truppe? Ein gespannter Bogen vor dem Gesicht. Spannender Cliffhanger, ehrlich gesagt. Meine Damen und Herren, der Spannungsbogen, literally. Ja, wirklich. Okay, wie gesagt, danke, dass alle zugeschaut haben. Macht euch noch einen schönen Abend. Startet gut ins Wochenende rein. Bye, bye. Ciao, ciao. Und wir hören und sehen uns. Ciao, habt ciao. Euch lieb. Wir haben euch und auch folgt lieb. Uns auf Twitter. Aber nur liebevoll, oder? Ja. So, dann gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.